Mein Name ist Rainer Kneißl. Ich bin seit 1978 selbstständig, habe den Baubetrieb von meinem Vater übernommen. Der ist schon seit 1957 in Gera hier ansässig. Momentan habe ich 4 Angestellte und wir sind ausschließlich in unserer Region in Gera und Umgebung tätig. Warum ist Ihrer Meinung nach die Kreishandwerkerschaft an einer Zusammenarbeit mit dem zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Gera interessiert? Nach meiner Lebenserfahrung sehe ich zurzeit keine richtige Zusammenarbeit mit den örtlichen Handwerksbetrieben von Stadtseite her. Und es ist immer wieder zu erkennen, dass die Bereitschaft von der Stadt her nicht gegeben ist, eine enge Zusammenarbeit zu finden. Interesse wäre ja für die Stadt, dass das örtliche Handwerksbetriebe, egal welche Branche, hier ihre Arbeit vollbringt, ihre Steuern bezahlt, und demzufolge wäre die ganze Diskussion auch nicht so extrem, dass eben angeblich die Steuereinnahmen zu gering sind. Es ist weiterhin zu sehen, dass nach jeder Wahl immer ein neues Thema aufkommt, was alles Geld kostet, und das, was eigentlich vorhanden ist, so sehe ich das, zu gering oder gar nicht genutzt wird. Und solange wie das jetzt die Entwicklung so ist, seit der Wende, sehe ich das so, wenn jetzt die Industrie stirbt, stirbt natürlich auch das Handwerk, die Leute haben keinen Verdienst und es wird auch nie viel repariert, beziehungsweise die Umsätze fehlen einfach. Ja, mein Name ist Bernd Schweier, ich bin selbstständiger Handwerksmeister und bin Mitglied in der Metallinnung Gera und damit auch im Vorstand der Kreishandwerkerschaft Gera. Ich bin selbstständig seit 1998, wo ich den Betrieb meines Vaters übernommen habe, der seit 1976 in Gera gegründet wurde. Zurzeit haben wir 5 Mitarbeiter und sind hauptsächlich in der Region hier tätig. Warum ist Ihrer Meinung nach die Kreishandwerkerschaft an einer Zusammenarbeit mit dem zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Gera interessiert? Meiner Meinung nach ist die Kreishandwerkerschaft deswegen an der Zusammenarbeit interessiert, weil in der Kreishandwerkerschaft die ortsansässigen Betriebe von Gera zusammengefasst sind und das Handwerk in Gera der größte Arbeitgeber ist. Wir als selbstständige Handwerker müssen ja nicht nur unser Geld für uns verdienen, sondern wir haben auch Beschäftigte, die jeden Tag darum kämpfen, ordentliche Arbeit zu machen und auch ordentliches Geld zu verdienen. Deswegen sind wir auch sehr daran interessiert, dass wir Arbeit in der näheren Umgebung haben und nicht sehr weit wegfahren müssen, und sind deshalb auch mit der Zusammenarbeit der Stadt interessiert, weil wir wissen, wenn wir Arbeit hier von der Stadt bekommen und keine großen Wege haben, dann sind wir auch noch schlagkräftiger und können auch zeigen, was wir können und was in uns steckt. Mein Name ist Orlando Häusner, ich bin seit 30 Jahren selbstständig. Wir haben eine Firma in der Nähe von Seligenstedt in Braunigswalde und wir beschäftigen zurzeit 15 Angestellte. Warum ist Ihrer Meinung nach die Kreishandwerkerschaft daran interessiert, mit der Stadt eine Zusammenarbeit enger zu beginnen? Ja, wir sind ein kleiner Betrieb und werden oft nicht ernst genommen. In der Kreishandwerkerschaft sehe ich mich gut aufgehoben. Und ab und zu dürfen wir auch mal in Gera arbeiten und da haben wir schlechte Erfahrungen, sprich Strafzettel. Wenn wir bauen, wird es oft nicht ernst genommen. Man hat Schwierigkeiten, seine Leistung irgendwo an den Mann zu bringen. Im ländlichen Bereich ist es etwas einfacher. Es geht los mit den Gerüststellen, es geht los mit Genehmigungen. Es ist schwierig, in der Stadt Gera zu bauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu der heutigen Podiumsdiskussion. Die Kreishandwerkerschaft hat eingeladen, unsere 3 Kandidaten zur nächsten Oberbürgermeisterwahl in Gera, um mit uns über gemeinsame Ziele, die wir als Handwerker oder die auch unsere Kandidaten der Stadt Gera mit uns gemeinsam nach der Wahl haben. Zuerst möchte ich Sie natürlich begrüßen, Frau Dr. Hahn, recht herzlich willkommen.
Herr Dr. Vornehm, Herr Dr. Post, aus den bereits mehrfach durchgeführten Podiumsdiskussionen und von den Wahlplakaten sind Sie der Stadt recht häufig schon bekannt. Ich denke, da wird keiner mehr unbekannt sein. Ja, des Weiteren möchte ich vorstellen, im Raum mit Anwesen der Vorstand der Kreishandwerkerschaft sowie beispielsweise der Herr Bayer, Herr Kneisel, Herr Vogel, Herr Schweier, recht herzlich willkommen. Herr Seidel, Herr Kreter, recht herzlichen Dank auch natürlich allen Anwesenden, die diese Veranstaltung begleiten werden. Ja, wir werden durch diese Diskussionsrunde führen, indem wir Fragen vorbereitet haben. Ich hoffe, interessante Fragen, um auf die Antworten gespannt zu sein. Wie soll es weitergehen nach der Wahl, das Handwerk und die Stadtverwaltung? Kurz möchte ich noch darauf hinweisen, bitte das Handy auszuschalten, weil es ansonsten vom Ton her sehr ungünstig ist, wenn es zwischendrin klingelt. Die Kreishandwerkerschaft, deren Geschäftsführer ich bin, ist der Zusammenschluss der Innungen in Gera. Die Innungen sind freiwillige Zusammenschlüsse all der Betriebe, die sich handwerklich durch uns vertreten wissen wollen. Unsere Kreishandwerkerschaft vertritt 12 Innungen und hat für gesamt 8 davon die Geschäftsführung. Insgesamt sind in der Kreishandwerkerschaft 411 Handwerksbetriebe organisiert. Was wollen wir? Wir haben schon oft Ziele gegenüber der Stadtverwaltung formuliert. Schon oft gab es Diskussionen darüber, wie können wir Gera weiter nach vorn bringen. Einige dazu haben wir einmal zusammengefasst, die ich nur stichpunktartig einmal erwähnen möchte. Zurück zur wirtschaftlichen Eigendynamik und Ausstrahlung einer Großstadt. Gera ist derzeit noch in dem Status einer Großstadt und wir hoffen, dass es so bleibt, um aus dem heraus mehr zu entwickeln. Wir wollen nicht nur von Subventionen leben, sondern wir wollen wirtschaftlich wieder auf eigenen Beinen stehen. Die Entwicklung des Wirtschaftswachstums aus dem Stadtzentrum heraus, beginnend in der guten Stube der Stadt, dem historischen Zentrum, große kleine Kirchstraße, Marktplatz, Sorge, Humboldtstraße, Leipziger Straße und Jochen. Wir wollen, dass sich dieses Stadtzentrum wiederbelebt, indem es auch für den Individualverkehr geöffnet wird. Kostenfreie Parkplätze im Zentrum können dazu ein sehr wichtiges Mittel sein. Marketing unserer Stadt für die industrielle Stadtentwicklung und Investorensuche muss zur Chefsache werden. Nur so können wir vorankommen. Die Kreishandwerkerschaft Gera schlägt das bereits seit über 8 Jahren immer wieder vor und hat dazu immer wieder auch den offenen Kanal eingeladen, in Tages- und Wochenzeitungen darüber berichtet. Im Jahr 2010 in einer Podiumsdiskussion haben wir darüber informiert. Der Stadtrat, also die Fraktionen und auch Herr Dr. Vornehm waren zugegen. Hintergrund unserer Bemühungen ist, dem Handwerk, Gewerbetreibenden, den Einzelhändlern Geras laufen die Kunden davon. Die Kaufkraft in Gera sinkt gegenüber anderen Städten wie Greiz, Jena, Leipzig von Jahr zu Jahr drastisch ab. In Gera halten sich fast nur noch Billigläden. Das gestandene Handwerk hat von durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen von 10 in den Jahren um 1995 nunmehr nur noch 5 Mitarbeiter durchschnittlich und arbeiten größtenteils außerhalb. Billiglohn schafft natürlich keine Kaufkraft. Am 7. November 2011 gab es ein weiteres Treffen in der Stadtverwaltung. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden uns keine Lösungen oder Wegweisungen vorgelegt. Im Protokoll vom 7. November, das uns am 6. März erreichte, mussten wir schwerwiegende Fehler feststellen und wiesen es zurück.
Die Protokollanten der Stadt konnten die Anwesenden der Kreishandwerkerschaft nicht mal richtig einordnen. In über 30 Minuten diskutierten wir den Unterschied zwischen Stundenlohn und Stundenverrechnungssatz und wurden wiederum im Protokoll eines Besseren belehrt, dass es einfach nicht verstanden wird, was hier die Differenz ist. Die erste Frage deshalb an Sie, Herr Dr. Vornehm: Welches Gefühl füllt Ihren Bauch, wenn mit Ihnen, einer Körperschaft öffentlichen Rechts, welches die Kreishandwerkerschaft und die durch Sie vertretenen Betriebe darstellt, so umgegangen wird? Also zunächst mal, Herr Haase, denke ich, ist es in der Tat wichtig und richtig, dass wir sehr regelmäßig uns zusammengefunden haben und durchaus über viele, viele Aspekte, die Sie bewegt, die uns bewegen, gesprochen haben. Und ich denke, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Fragen, wo wir übereinstimmen und auch Übereinkunft erreicht haben. Ich habe immer wieder betont und möchte das auch heute an dieser Stelle gerne wiederholen, dass mir sehr bewusst ist, nicht nur, weil ich selber aus einer Handwerkerfamilie stamme, sondern weil das einfach ein einfacher Blick in die Statistik und in die Daten ja auch widerspiegelt, dass die Gera-Wirtschaft ganz wesentlich geprägt ist von den Handwerksunternehmen. Das haben Sie völlig richtig dargestellt. Und das meiste von den Zielen, die Sie für das Handwerk gerade formuliert haben, ich denke, das wissen Sie und ich glaube auch die allermeisten hier wissen es, sind ja Ziele, in denen wir nahtlos übereinstimmen. Dass bei allen Fortschritten, die wir innerhalb der Stadtverwaltung erreicht haben, die ich erreicht habe durch eine sicher nicht einfache sogenannte Verwaltungsstrukturreform, durch viele, viele Veränderungen, die wir in diesem Zusammenhang umgesetzt haben, noch nicht in jedem Fall zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat. Auch dieses konzidiere ich ganz freimütig. Auch ich bin mit dem einen oder anderen noch nicht zufrieden und wahrscheinlich gehört auch das Protokoll dazu. Sie werden mir zugutehalten, dass ich dies weder selber verfasst habe, noch mich intensiv damit beschäftigen konnte. Aber ich nehme das gerne an als Kritik und ich weiß, dass wir an der Stelle mit Sicherheit besser werden müssen. Aber ich glaube, wir sollten, Herr Haase, das wäre so meine Antwort jetzt auf diese konkrete Frage, uns nicht so sehr mit Unzulänglichkeiten, vermeintlichen oder tatsächlichen in einem Protokoll beschäftigen, sondern die Fragestellung, die Sie ja zu Recht für den heutigen Abend formuliert haben, ist: Wie soll es in den nächsten 6 Jahren weitergehen? Und dazu fallen mir eine Menge Antworten ein, die ich jetzt nicht alle geben will. Ja. Aber ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Aber nochmal, natürlich sind wir auch mit dem Anspruch, den wir uns als Stadtverwaltung gegeben haben, nämlich Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger zu sein, auch für unsere Unternehmen zu sein und damit natürlich nicht zuletzt für die Handwerksbetriebe zu sein, noch nicht an dem Punkt, wohin ich kommen möchte. Ich denke, das werden wir auch in den nächsten Fragen noch vertiefen. Aber würde ich die Frage vielleicht noch weitergeben, Herr Dr. Post, dieses Thema des Wahrnehmens der Partner, die in Gera vorhanden sind. Tja, ich gehöre ja zu den beiden, die heute hier sitzen und haben das, was in den letzten 6 Jahren passiert ist, kaum zu verantworten. Dass da Dinge gelaufen sind, die nicht ganz so passen, das kann jeder selbst aus seiner Sicht versuchen einzuordnen. Ich möchte hier jetzt nicht zurückgucken. Ich möchte auch keine Kritik üben. Da sind wir noch nicht dabei. Das können wir, wenn wir das wollen, dann später auch noch tun. Aber für mich ist entscheidend, wenn der 1.7. kommt, dass sich dann etwas ändert. Und dazu sind wir beiden, jetzt sage ich das einfach mal auch im Namen der Frau Hahn, ja hier angetreten, sonst würden wir ja gar nicht hier sitzen. Und wenn ich, ich sage mal, das so sehe, wer hier alles sitzt, ich kenne ja eine ganze Menge Anwesende,
Ich komme ja nur selber aus dem Betrieb oder habe früher mal Kraftfahrzeughandwerker nicht nur gelernt, sondern habe den Beruf auch ausgeübt. Also ich weiß, wie Handwerk ist. Ich habe eben dann studiert, okay, das habe ich eben dann als nächstes gemacht und habe dann immerhin 35 Jahre lang hier in Gera in kommunalen Betrieb geleitet, also weiß auch, was Stadtverwaltung heißt und bin ja jetzt seit 2009, der ein oder andere hat es vielleicht verfolgt, in München-Bernsdorf in der MDD, also auch in der Handwerkerschaft vertreten. Ich kenne die Nöte und Sorgen derer, die hier sitzen. Also das ist im Landkreis nicht viel anders, auch wie hier in der Stadt. Aber Einzelheiten, wie gesagt, da würde ich dann schon sagen, gehen wir da noch konkret ein. Frau Dr. Hahn, ich würde vielleicht für Sie die nächste Frage formulieren. Schaut man sich in den Städten der anderen Bundesländer, beispielsweise Bayern und Baden-Württemberg um, so stellt man fest, dass dort zum Wohle der Einwohner enge Verbindungen zwischen den einheimischen Unternehmen, so auch dem Handwerk und dem Einzelhandel und der Stadtverwaltung zu prosperierenden, pulsierenden Städten gelebt wird. Es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Nicht zuletzt setzen die Betriebsinhaber und Mitarbeiter ihren Arbeitslohn regional um. Auskömmliche Werklöhne ziehen immer vernünftiges Einkommen der Arbeiter nach sich. Von einem investitionsfreundlichen Gera ist einst diese Stadt zu einer der damals reichsten Städte Deutschlands gewachsen. Wie stellen Sie sich zukünftig die Zusammenarbeit mit dem Handwerk und dem Einzelhandel vor, um das wieder nach vorn zu bringen? Also die Zusammenarbeit mit dem Handwerk und dem Einzelhandel ist genauso wie die Zusammenarbeit zu allen anderen Branchen. Das ist eben das, was in Gera fehlt, die Kommunikation, der Dialog, nicht nur in der eigenen Stadt, sondern eben auch über die Stadtgrenzen hinaus, zum Landkreis, zur Landesregierung und zum Bund. Und ich glaube, dass das gerade auch mit dem Handwerk sehr befördert werden muss. Grundlage sind natürlich die Gespräche in der Stadt. Das heißt also auch inbegriffen Ihrer ersten Frage halte ich es für ganz wichtig, dass ein ganz fester Ansprechpartner fürs Handwerk da ist, wo im Prinzip jeder hingehen kann. Und dann gibt es sicher auch nicht solche Missverständnisse, wenn Grundbegriffe der Rechnungsführung da nicht verstanden werden. Wenn da ein fester Ansprechpartner da ist, der das Handwerk kennt und das nicht nur als übertragene Arbeit sieht, sondern wirklich als Berufung für diesen Job, dann sind auch viele Missverständnisse schon erledigt und man kann gemeinsam was aufbauen. Und dieser Ansprechpartner in der Stadtverwaltung halte ich für ganz wichtig. Gleicher ist, dass der Oberbürgermeister regelmäßige Treffen mit den Unternehmen macht, also mindestens zweimal jährlich. Und dazu gehört natürlich auch das Handwerk, so wie alle Wirtschaftsverbände und Unternehmen. Das sind so die Grundlagen, wo man erstmal eine Basis schaffen kann für die Zusammenarbeit. Ja, besten Dank. Herr Dr. Post, die Frage an Sie weitergereicht. Tja, das eine ist das Reden, das andere ist dann das Machen. Ich bin mehr für das Machen, das habe ich schon immer gesagt. Für mich ist wichtig, dass ich nicht nur Versammlungen durchführe, sondern dass ich tatsächlich auch was fürs Handwerk tue. Und Sie können mir glauben, es gibt eine ganze Menge Spielraum, auch in rechtlichen Rahmenbedingungen, dass man Vergaben so regeln kann, dass Handwerker hier vor Ort auch an diese Aufträge herankommen. Ob man das in Lose einteilt oder ob man Spielräume ausnutzt, die rechtlich möglich sind. Also es gibt da ja bestimmte Ausschlusskriterien. Also hier gibt es eine ganze Menge Spielraum und ich würde das einfach ganz praktisch sehen. Entscheidend für mich ist, und das würde ich auch als erstes mit bei mir sehen, dass ich mich dafür einsetze, dass die Ortsansässigen Aufträge hier vor Ort kriegen, denn das sind auch die, die die Gewerbesteuer bringen. Also mir nützt kein Großbetrieb hier was, der seine Zentrale irgendwo anders hat. Der bringt für Gera nicht allzu viel. Aber die Handwerker, und jetzt rede ich nicht nur vom Handwerk, sondern ich rede von allen anderen, die auch hier sind, die bringen was. Und man muss natürlich eins sehen, in Handwerk lebt nur von produzierendem Gewerbe. Also wir hängen im Endeffekt immer vom Handwerk mit hinten dran. Dort kriegen wir die Aufträge und umgedreht ist es auch so, haben wir dort viele Beschäftigte, verdienen die auch ein entsprechendes Geld, also nicht die Dumpinglöhne, sondern die ganz normalen Löhne, dann können die sich mehr leisten, dann kaufen sie mehr und dann ist der Handwerker auch wieder mehr gefragt. Und das befruchtet sich meines Erachtens nach gegenseitig. Herr Dr. Vornehm, nehmen Sie den Ball auf für diese Frage. Ja, ich sehe das im Grundsatz überhaupt nicht anders. Es setzt natürlich voraus, dass wir auch entsprechende Angebote, sprich Bewerbungen für Aufträge haben, erstens. Und zweitens,
setzt es voraus, dass die Investitionskraft einer Stadt möglichst groß ist. Das heißt, dass wir möglichst viele Aufträge zu vergeben haben. Das sind zwei Dinge, die natürlich zunächst mal die Bedingung dafür sind, dass möglichst viele Aufträge auch von den Unternehmen der Stadt oder ich will es etwas weiter fassen, von den Unternehmen der Region auch übernommen werden können. Ich habe die Zahlen mitgenommen, die meisten kennen sie auch. Es ist durchaus so, dass wir einen überproportionalen Anteil an Aufträge, Gott sei Dank, in der Stadt und der Region, sowohl was jetzt Auftragsvergaben nach VRB, also Bauaufträge, als auch andere Leistungen nach VRL, haben vergeben können, also mehr Aufträge hier in der Region haben vergeben können, als prozentual Bewerbungen vorlagen. Insofern glaube ich, ist das Ergebnis nicht unbefriedigend. Allerdings, wenn ich mir gerade ins letzte Jahr zurückversetze und mir nochmal anschaue, dass wir durchaus bei einer ganzen Reihe von Ausschreibungen nur ganz, ganz wenige, ich erinnere mich an eine ganze Zahl, wo nur ein oder zwei Bewerbungen überhaupt da waren, dann wird klar, dass das für alle Seiten unbefriedigend ist, für denjenigen, der einen Auftrag vergeben möchte, wie in dem Fall uns als Stadt. Und natürlich ist es in so einer Konstellation, denke ich, auch klar, dass ganz offensichtlich sich zu wenig der Handwerksbetriebe, der Unternehmen in der Stadt und der Region angesprochen fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben das immer wieder diskutiert, wir haben ja auch mal intensiv überlegt, gemeinsam überlegt, ob es sinnvoll wäre, jemand in den Vergabeausschuss seitens der Kammern oder überhaupt jetzt, ich sage es ganz allgemein, der Handwerksunternehmen, deren Interessensvertreter mit zu integrieren. Sie kennen das Ergebnis, unisono, alle Fraktionen haben sich dagegen ausgesprochen. Mir liegt unabhängig davon aber in jedem Fall dran, dass wir den Rat und auch gerade in den Fällen, wo das Ergebnis so unbefriedigend ist, wie ich es gerade beschrieben habe, wir zu Lösungen kommen, die offensichtlich dazu führen, dass eben mehr Unternehmen sich von solchen Ausschreibungen angesprochen fühlen, als es gelegentlich der Fall ist. Da möchte ich anknüpfen an diese Aussage beziehungsweise an einige Inhalte. Und zwar geht es gerade in dem Thema der Ausschreibungen immer wieder um das Thema des Stundenverrechnungssatzes. Frau Dr. Hahn, an Sie, kennen Sie den Unterschied zwischen dem Stundenverrechnungssatz und dem Stundenlohn? Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Also Stundenlohn ist das, was der Monteur von Ihnen dann auf seiner Lohnabrechnung sieht und wo er sagt, naja, das ist mein Lohn, was ich bekomme. Ungefähr ein Drittel ist es im Durchschnitt bei den Branchen vom Verrechnungssatz. Es ist etwas unterschiedlich, aber es kommen ja dann noch die Personalkosten dazu, die allgemeinen Personalkosten, also Urlaub, Krankheit, was der Arbeitgeber zu zahlen hat, dazu die Geschäftskosten, also Bürokosten, Werbungskosten, Werbung, alles was dranhängt, sodass etwa nochmal 92% dazukommen als Personalkosten und nochmal so 120-130% an den allgemeinen Geschäftskosten, sodass man also mit mehr als dem Dreifachen rechnen muss. Genau, ich denke, das ist eine Grundlage, die alle Handwerker hier genauso sehen und auch als rechnerische Grundlage für die Existenz ihrer Firmen ständig benötigen. Das Gera Handwerk hat seit 2 Jahrzehnten die Stadtverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass Arbeit nur zu auskömmlichen Preisen Sinn macht. Je nach Gewerk logischerweise und notwendiger Technik und Qualifizierung sind Stundenverrechnungssätze kalkulatorisch zu ermitteln. Die Eigenbetriebe der Stadt Gera verwenden zur Vereinfachung von Jahresausschreibungen, zum Beispiel in der Form von Regelpreislisten, Durchschnittspreise, für die ein Angebot abgegeben werden sollte. Um das einmal bildhaft darzustellen, würde ich Sie bitten, Herr Dr. Purst, zu überlegen, welchen Preis würden Sie überschlägig kalkulieren, um beispielsweise eine eloxierte Aluminium-Innentürklinke
eine ganz einfache Türklinke, im Goethe-Gymnasium zu liefern, auszuwechseln, einzustellen und nach VOB 4 Jahre Gewährleistung zu geben. 5 Jahre im Bau. In der Regelpreisliste stand was von 4 Jahren, deswegen okay. Habe ich da nicht das noch länger ausdehnen wollen. Ja. Also ich meine, das sind Dinge, mit denen muss ich jeden Tag umgehen. Das ist für mich nichts Außergewöhnliches, deswegen kenne ich auch mittlerweile, dass nicht manchmal 5 Jahre die entscheidende Gewährleistungsfrist ist. Jetzt sind wir schon teilweise bei 5 Jahren und 6 Monaten. Hängt immer davon von dem Gewerk ab, aber zurück zu Ihrer Frage. Ich müsste natürlich wissen, was die eloxierte Tierklinke kostet, aber ich sage Ihnen einfach mal dem Ablauf, was ja da passiert. Der Handwerker muss die vom Prinzip her einkaufen. Er hat seinen Einkaufspreis, er muss das, ich sag mal, in seine Firma bringen. Von da aus muss er jemand sagen, steig in dein Auto, fahr mit deinem Auto dorthin, mach die Türklinke dort ran, dann komm wieder zurück, dann schreibe ich innen drin, also in der Firma, die Rechnung. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kommt ein Preis raus, wenn die Türklinke, sage ich mal, 25 Euro kostet, vielleicht von 50 oder 60 Euro. Als eine Größenordnung jetzt, das habe ich natürlich nicht nachgerechnet. Und so läuft das eigentlich bei fast allen Gewerken ab. Also ich kenne es zumindest nicht anders. Frau Dr. Hahn, welche Kalkulation wäre Ihre? Als erstes wäre ich schon enttäuscht, wenn in die Goethe-Schule als denkmalgeschütztes Haus eine Aluminiumtürklinke rein muss. Also würde ich da hier schon auf Qualität erstmal achten. Aber ansonsten, wenn es irgendwo anders eingebaut wird, würde ich auch sagen, so zwischen 25, 30 Euro Einbau. Die Türklinke können Sie sich sicher aussuchen, die gibt es ab 15 Euro zu kaufen, weiß ich zufällig, weil wir bei uns auch ständig im Haus auswechseln müssen. Und wir sind noch in der komfortablen Lage, dass wir noch einen zwar ausgesourcten, aber trotzdem einen Hausmeister haben, der das mitmachen muss. Aber vom Zeitaufwand ist es wesentlich höher und in dem Fall ist ja auch noch Anfahrt und alles gesehen. Also würde ich auch so in der Größenordnung zwischen 20 und 30 Euro einen reinen Einbau rechnen. Herr Dr. Vornehm, kennen Sie diese Preisliste? Nein, ich kenne die Preisliste nicht. Das würde, glaube ich, auch zu weit gehen, wenn ich mich mit solcher Preisliste beschäftigen würde. Aber ich kann natürlich das, was gesagt worden ist, nachvollziehen. Insofern bin ich jetzt gespannt. Sie haben es ja sicher auf Ihrem Zettel stehen, was denn in dieser Preisliste für einen Preis verzeichnet war. In dieser Preisliste wird ein Preis für genau diese Arbeit von 8 Euro vorgeschlagen. Das ist ein Einzelpreis, den wir jetzt herausgegriffen haben. Viele andere Preise könnten wir dort nachlegen und sehen genauso für uns traurig aus. Problem ist dabei, es sind Handwerker, die durchaus diese Arbeiten ausführen. Aber da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Irgendwo muss es zu Kompensationsgeschäften kommen, um das am Ende auszugleichen. Das kann weder im Sinne der Stadtverwaltung noch im Sinne der Handwerker sein. Hier ist dringend Arbeitsbedarf, um das wirklich in vernünftige Bahnen zu bringen. Ja, gehen wir weiter. Die Stadt konnte aufgrund der Finanzhilfen der Konjunkturpakete in den letzten Jahren einiges investieren. Laut der Stadtverwaltung würden aber öffentliche Ausschreibungen, wenn überhaupt, dann nur von wenigen Betrieben beantwortet. Das ist uns bekannt. Von gestandenen Handwerksbetrieben der Stadt wird fast gar nicht mehr an Ausschreibungen teilgenommen. Frau Dr. Hahn, was denken Sie, wenn Sie vor einer Bautafel der Stadtbaustelle, öffentliche Hand, stehen und darauf kaum einen Betrieb aus Gera finden? Und B, würden Sie sich betriebswirtschaftlich gesehen die Zeit nehmen, über 50 Ausschreibungen zu kalkulieren, sodass Ihr Betrieb gerade mal mit dem Ergebnis überleben kann, ohne einen einzigen Zuschlag zu erhalten? Die Ausschreibungen fallen ca. 5 bis 20 Arbeitsstunden dazu an. Ja, zum Ersten würde mir naturgemäß einfallen, was mir alles verloren geht an Steuern, wenn kein einheimischer Betrieb dabei ist. Dann sind ja nicht nur die sofort geleisteten Steuern, es hängen ja auch viele Mitarbeiter dran, die dann die Lohnsteuer, Einkommensteuer alles hier lassen, sodass die Kaufkraft steigt und im Prinzip auch wieder im Handwerk bleiben kann. Also deswegen ganz große Bauchschmerzen, wenn kein einheimischer Betrieb da ist, zumal ja das Vergaberecht so ist, dass man nicht die billigste Firma nehmen muss, sondern die wirtschaftlichste. Und das ist oft ein einheimischer Betrieb, der hat einen Namen zu verlieren, der bringt ganz andere Qualität und dann weiß ich, was ich habe. Oder wenn mal irgendeine Havarie ist, weiß ich auch, wen ich anrufen kann. Und ich glaube, das ist für viele Sachen ganz, ganz wichtig.
Ja, und das andere, dass man die Betriebe dazu kriegt, dass sie sich bewerben. Ich glaube, das geht nur miteinander, also gemeinsam mit der Handwerkskammer zum Beispiel, dass man sich überlegt, wie man Lehrgänge machen kann, wie das gebündelt auch so ein Ausschreibungsverfahren sein kann. Ich weiß selber, wenn wir bei uns eine Ausschreibung machen, was alles dranhängt, an was man alles denken muss. Und ich kann mir vorstellen, dass ein oder zweimal Betrieb, das vergeht es dann, das zu machen. Deswegen hier auch eine gemeinsame Stelle, Kommune und Handwerkskammer, wo man sagt, es ist ein Ansprechpartner da und man macht auch mal was gemeinsam. Und dann rentiert sich es halt auch. Ja. Ich wollte gerne noch was, vielleicht kann ich hier ergänzend noch was dazu sagen. Man darf natürlich eins nicht verkennen und ich sitze ja in demselben Boot. Ich war heute wieder zu einer Ausschreibung gewesen bei der Stadt und da ging es auch um eine Schule. Da haben sich 9 Bewerber bemüht. Einer war aus dem Westen dabei. Ich sage auch jetzt die Zahlen, nicht den Namen. Der hat 174.000 angeboten für eine Rohbaumaßnahme. Der preiswerteste war bei 61.000. Die Masse lag in dem Schnitt so zwischen 70.000 und 80.000, also relativ eng beieinander. Und das sind eben dann solche Dinge, wo wir eigentlich auch mal uns selber an die Nase fassen müssen und müssen sagen, muss ich denn unbedingt so ein Angebot abgeben? Wie kann es denn sein, dass jemand das dann über die Bühne bringt für diesen Preis? Unmöglich. Also ich will auch mal die andere Seite darstellen. Ich will nicht nur in die eine Richtung reden, sondern ich will auch sagen, hier bedarf es auch, ich sag mal, eines gesunden Herangehens. Genauso wie Sie, Herr Hase, das vorhin gesagt haben, wenn ich eine Dirtlinge einbaue, dann kriege ich das für 8 Euro nicht geregelt. Ich habe vorhin den Preis genannt, wo ich denke, dass der an etwa passend wäre. Da kann der Unternehmer leben und im Endeffekt kommt auch dann eine Qualität raus und im Nachhinein, wenn irgendwas mit Dirtlinge ist, muss ich natürlich auch nachbessern. Also das vielleicht erstmal dazu. Und entscheidend meines Erachtens nach ist auch, es geben viele mittlerweile keine Angebote mehr ab, weil sie genau wissen, dass im Endeffekt der Aufwand umsonst ist. Also ich kann es Ihnen von mir aus sagen, wir haben seit Anfang des Jahres bei Ausschreibungen über 100 Angebote abgegeben. Wir haben bei dreien haben wir ein Ergebnis, wo wir sagen können, okay, das passt, das können wir kriegen, weil ich keine Angebote mehr abgebe, wo ich sage, ich muss jetzt über die schlechte Jahreszeit hinwegkommen. Das gibt es ja auch. Ja. Das vielleicht nur ergänzen. Ja, Herr Dr. Also wenn ich einen Satz an Herr Dr. Post ergänzen darf zu dem Thema Bautafel, was ich auch ganz spannend finde, gerade wenn ich mich auch an die Vergaben im Rahmen des Konjunkturpakets erinnere, da war das besonders auffällig, dass viele lokale Handwerksbetriebe, und wenn ich lokal sage, meine ich jetzt nie nur bezogen auf die Stadt, sondern immer bezogen auf die Region. Ich denke, ganz so scheuklappenmäßig sollte man das nicht betrachten. Dann plötzlich, obwohl sie kein Angebot selber abgegeben haben, als Subunternehmer auftauchen. Das finde ich auch spannend. Wenn man nämlich näher analysiert, jetzt nicht wer sozusagen oben als Firmenschild steht, sondern wer tatsächlich dann Aufträge ausführt, dann komme ich nochmal auf ein ganz anderes Verhältnis, als ich vorher dargestellt habe. Und das wäre auch so eine Frage, ähnlich wie Herr Dr. Post es formuliert hat, die ich mal habe. Warum denn diese Konstruktion so häufig eine ist, mit der wir konfrontiert werden und nicht, Herr Hase, wie wir auch schon öfter hier diskutiert haben, wenn ein Einzelner nicht in der Lage ist, einen Auftrag in der Weise, sei es an den, weil es unterschiedliche Gewerke sind oder weil es vom Volumen so ist, das kann ja unterschiedliche Gründe geben. Weshalb schließen sich denn nicht unterschiedliche Unternehmen hier in der Region, hier in der Stadt zusammen, um einen Auftrag gemeinsam abzuarbeiten, in welcher Form auch immer? Da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten. Dieses ist mir auch relativ selten begegnet. Und das sind auch so Fragen, die man, glaube ich, einfach gemeinsam weiterentwickeln müssen, wenn wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass natürlich möglichst viele Aufträge hier in der Stadt und in der Region bleiben. Dieses muss ich dann oder würde ich gerne an Herrn Post weitergeben, gerade warum ist die Zusammenarbeit bei Auftragsvergaben so schwierig? Also ich sehe hier zwei Komplexe. Der erste Komplex ist der bei den Handwerkern. Da reden wir nicht von 100-Mann-Betrieben, da reden wir von 3-, 4-, 5-Mann-Betrieben. Und wenn ich eine Leistung von 100 oder 200.000 Euro als ein Los ausschreibe, dann hat ein kleiner Handwerker damit schon ein Riesenproblem, weil er schon alleine bei 100.000 Euro Leistungsumfang 5% Gewährleistung für 5 Jahre hinterlegen muss. Das ist seine Liquidität schwächt, das brauche ich jetzt hier ja nicht erzählen, weiß ja jeder. Das ist der eine Punkt, warum mancher sich scheut, überhaupt ein Angebot abzugeben. Ein zweiter Punkt ist,
solche Arbeitsgemeinschaften oder wie man die bezeichnen will, wo ich eben verschiedene Gewerke versuche zu bündeln, um überhaupt ein Angebot abgeben zu können. Ich bleibe wieder bei dem Beispiel 100.000, es finden sich 5 Mann, jeder macht 20.000, alles in Ordnung. Dann muss aber diese Truppe, die sich gefunden hat, auch die Gewährleistung übernehmen. Also die müssen trotzdem also etwas hinterlegen. Und da fängt das Ganze schon an, lohnt sich das wegen einem Auftrag, wo man sowieso ganz eng kalkulieren muss, dass man überhaupt kriegt. Und die Frage stellt sich fast jeder Handwerker. Also ich stelle mir die auch immer. Ich frage mich jetzt schon manchmal, gibst du überhaupt noch, ob das im Landkreis ist oder in der Stadt ist oder wo auch immer, bei öffentlichen Aufträgen noch ein Angebot ab? Am Ende muss ich noch Geld mitbringen. Und ich habe das erlebt, ich erzähle das nur mal als ein Beispiel. Wir haben den Schlossgarten gemacht. Da haben wir bei den Schlossgarten den ersten Platz gemacht in der Ausschreibung. War sehr schön. Wir haben uns gefreut. Das ist auch ein Prestigeobjekt natürlich. Das wollten wir gerne als Aushängeschild haben. Ich sage auch die Zahlen. Wir haben 26.000 gekriegt, also 26.800 und noch ein bisschen was. Da war die erste Frage, also die 800 Euro, die haben wir nicht, da müsst ihr eine Spende draus machen. Da haben wir gesagt, gut, da machen wir eine Spende draus. Das war das Erste. Dann haben wir nur den Auftrag abgewickelt, der hat uns über 32.000 gekostet, sagen wir, gut, Prestigeobjekt, stecken wir einmal das weg. Und jetzt, dann ging es los. Dann macht er mal schön noch einen dritten Schnitt, dann lässt er oben noch die Steine ab und dann macht er noch das und dann macht er noch jenes und dann stellt man sich manchmal die Frage, wer mal was geschenkt kriegt. Also wie war das mit dem Sprichwort? Im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und das sind dann Dinge, die man einfach nicht mehr versteht. Das hat in dem Sinne mit der Stadt nichts zu tun gehabt. Das hat was mit dem Buga Förderverein zu tun gehabt. Aber ich will nur sagen, also ich weiß, von was ich in dem Moment rede. Und ich kann nur hier empfehlen, wenn man was machen will, wenn man tatsächlich an Aufträge bei der Stadt rankommen will, dann muss man natürlich erstmal die Stadt dazu bringen, dass sie das auch in Losen zusammenstellt, wo ein Einzelner sich bewerben kann. Das wäre ein Punkt. Das muss man auf jeden Fall versuchen hinzukriegen. In Bayern klappt das ja auch, geht ja. Handwerker übernehmen da ja auch was. Und als Zweites muss man sehen, wenn das nicht machbar ist, wenn sie ein größeres Los, ich sage jetzt mal, wir bauen eine Riesenschule, ja, da kann ein einzelner Maurer mit 2 Mann wahrscheinlich den Rohbau nicht übernehmen. Aber da kann man 3 oder 4 sich finden und dann kann man dieses Modell, wie es genannt worden ist, ohne weiteres verwenden. Und dann kommt bei der Entscheidung, und das ist das, was auch die Frau Dr. Hahn gesagt hat, dann muss bei der Entscheidung, die gefällt wird, das wirtschaftlichste Angebot genommen werden. Und wenn ich wieder bei dem Beispiel 100.000 Euro bleibe, dann muss ich wissen, wenn ich 100.000 Umsatz gemacht habe, dann kriege ich so und so viel Steuern. Und das ist schon der Vorteil von dem, der hier vor Ort ist. Und dann habe ich dort Leute beschäftigt, unter Umständen stellt da noch welche ein, Leute, die gehen dann vom, ich sag mal, von der Sozialhilfe weg, die arbeiten mit und damit kriege ich wieder Einsparung in der Stadt. Also ich muss diese Dinge, muss ich versuchen, immer ein kleines bisschen mit ins Kalkül zu nehmen, um am Ende eine richtige Entscheidung zu treffen. Anschließend, genau an dieses Thema stelle ich nun die Frage an Frau Dr. Hahn. Die Handwerker aller Gewerke arbeiten für einen knapp kalkulierten Stundenverrechnungssatz. Material und Mitarbeiter, Sozialkassen und Finanzamt müssen rechtzeitig bezahlt werden. Bekommt ein Handwerker einen privaten Auftrag, bekommt er häufig sofort oder in 80% der Fälle innerhalb von 2 Wochen sein Geld. Bei öffentlichen Aufträgen nach VOB warten die Betriebe regelmäßig mindestens 6 Wochen oder länger auf die Bezahlung ihrer Rechnungen. Die 5%, die Sie gerade genannten, gehören ebenfalls dazu. Hier werden Handwerker als Kreditgeber für die Stadt missbraucht. Frau Dr. Hahn, wie sind Ihre Vorstellungen für eine korrekte, abgenommene Leistung, den Gegenwert auszuzahlen und wie werden Sie mit diesem Missverhältnis umgehen? Ja, es gab mal ein schönes Zahlungsziel, 14 Tage. Das war so eine Art Ehrensache. Das ist leider vergangen. Und deswegen denke ich aber trotzdem, nach einer Abnahme, wenn alles in Ordnung ist, sollte man auch als Stadt, als Kommune die 14 Tage Zahlungsziel einhalten. Ich weiß aber, dass das leider ganz anders ist. Es dauert momentan so lange, naja, dass nicht mal wir gerne eine Abtretung nehmen von jemand, wenn es von der Kommune kommt, weil wir zu lange warten müssen. Und das geht einfach nicht. Also wenn eine gute Leistung da ist, muss auch gezahlt werden. Und Sie hatten recht, also der Handwerker kann keine Bank für die Kommune sein. Deswegen denke ich, das sollte auch eine Ehrensache für alle Bereiche sein, nicht nur privat, sondern auch als Stadt. Herr Dr. Vornehm, würde ich gerne Ihnen die Frage weitergeben. Ja, das sehe ich genauso. Es geht hier auch gar nicht um Ehrensache, sondern es geht darum, dass natürlich
eine Rechnung so zügig wie nur irgend möglich zu bezahlen ist. Und jetzt komme ich zum Unterschied eben zwischen, leider Gottes, mag man dazu sagen, einem privaten Auftrag und einem öffentlichen Auftrag, erst recht dann, wenn ein Zuschussgeber dranhängt. Und das haben wir, jetzt sage ich mal Gott sei Dank, bei fast allen Vorhaben der Stadt. In dem Zusammenhang kann man auch sagen, Gott sei es geklagt. Und damit ich fast automatisch, nicht unmittelbar bei dem Zahlungsvorgang natürlich, aber fast immer grundsätzlich dahinter natürlich auch den Rechnungshof habe, jedenfalls zahlreiche Prüfungen. Ich von vornherein weiß, dass die kommen werden. Und von daher ist es zwingend notwendig, dass dann, wenn eine Zahlung erfolgt ist, auch wirklich klar ist, dass diese Leistung, so wie sie bezahlt worden ist und so wie sie ausgeschrieben worden war, auch erfolgen kann. Und diese Prüfung ist eben häufig, leider Gottes, aufwendiger vor diesem Hintergrund, den ich kurz angedeutet habe, als wenn ich eben privat alleine für mein Gewerk verantwortlich bin. Ich entscheide, Herr Haase, dort eben in den seltensten Fällen nicht alleine drüber, sondern es hängen ganz, ganz viele dran. Und die Statistik, die da häufig herangezogen wird, sieht schon ganz anders aus, wenn man sie danach differenziert, inwieweit ich rechne die Zeit ab Rechnungslegung bis Bezahlung oder, das ist eigentlich für uns der spannende Punkt, ab dem Zeitpunkt, wo wirklich klar ist, dass die Leistung gemäß Ausschreibung und gemäß Abnahme auch tatsächlich erfolgt ist. Und wenn ich den Zeitpunkt rechne, ich glaube, dann kann zumindest, ich kann nicht für die öffentliche Hand insgesamt sprechen, aber für die Stadt Gera, dann glaube ich, sehen wir da im Vergleich gar nicht schlecht aus. Also das muss ich noch nachfragen. Sie sehen dort eher die Probleme, dass jemand noch nachfragt, ob es korrekt war, was der Abnehmende der Stadt ja aber doch eigentlich am Tag der Bauabnahme schon dokumentieren muss. Und damit verzögert sich das, wenn dann ein Dritter, der das nochmal prüft, also Hase, ich will das mal vielleicht auch für alle Kollegen erzählen. Sie wissen, ich war ja auch viele, viele Jahre in der Wirtschaft tätig. Für mich war das ja ein Stück weit auch spannend. Ich sage es mal wirklich so ganz neutral, ich könnte es auch drastischer formulieren, spannend, das mal zu erleben, wie denn so ein Rechnungslauf tatsächlich funktioniert. Also von der Abnahme geht er dann zunächst mal zur Kasse. Das ist soweit alles noch ganz gut. Aber folgende Instanzen haben insgesamt mit einem solchen Vorgang zu tun. Wir haben eine interne Rechnungsprüfung. Also die hat jetzt mit dem normalen Ablauf zunächst mal gar nichts zu tun, aber die steht immer hinten dran. Alles, was bei uns passiert, geht letztendlich auch durch die interne Revision. Dann haben wir das Problem, dass wir gegenüber dem Zuschussgeber fast alles gegenüber nicht nur abrechnen, sondern dokumentieren müssen. Und die beiden, also sprich die Stadt und der Zuschussgeber wiederum, stehen unter der Prüfung eben des Rechnungshofes. Das heißt, ich habe natürlich viel mehr Instanzen, die bedacht werden müssen und die alle das Thema sich auf den Tisch holen, als wenn ich im privaten Bereich Aufträge vergebe. Und von daher ist natürlich es zumindest zu verstehen, nicht unbedingt in jedem Fall zu rechtfertigen, aber zumindest zu verstehen, dass jeder einzelne Mitarbeiter natürlich also sehr viel vorsichtiger dran geht, als das in der privaten Wirtschaft der Fall ist, weil er weiß, welcher Rattenschwanz im Grunde noch folgt. Und dem allem muss er im Zweifel gegenüber auch noch sich rechtfertigen für jede Unterschrift, die er geleistet hat und damit auch für die Zahlungsanweisung. Ja. Und deshalb dauert es zwar nicht jetzt im Durchschnitt 6 Wochen nach Rechnungslegung, aber es ist auch so, das ist so, dass nicht binnen weniger Tage in der Regel die Begleichung der Rechnung erfolgt. Mhm. Das liegt eben an dem Unterschied, an dem grundsätzlichen Unterschied gegenüber dem privaten Bereich. Durch die Erklärung habe ich jetzt zumindest verstanden, dass ein Mitarbeiter, der so etwas bearbeitet, sehr vorsichtig in dem Umgang ist. Aber wie gesagt, was mir noch fehlt, sind dazu eigentlich die Dinge, die uns voranbringen. Und das ja, Verkürzen, die Ideen dazu fehlen mir noch. Herr Dr. Post.
Ja, also ich bin, wie gesagt, eher der Praktiker. Ich weiß, wie es abläuft. Ich habe Fördermittel, Dinge bearbeitet von mehreren Millionen. Ich kenne das Spiel. Das kann Jahre dauern. Das hat aber nichts mit der Bezahlung zu tun. Das interessiert Sie oder mich als der, der die Leistung bringt, überhaupt nicht. Ich will für meine Leistung mein Geld haben. Und ich sage es ganz deutlich. Der Unternehmer oder der Handwerker, der jetzt hier sitzt, der muss erstmal in Vorleistung gehen. Da muss Material kaufen und muss auf die Baustelle fahren. Da muss den Mann auch bezahlen. Da kann ich sagen, pass mal auf, nach VOB, 8 Wochen Schlussrechnung, kannst du erstes Geld kriegen. Kann doch keinen Lohn bezahlen. Das geht nicht. Also er hat seine Pflicht. Er hat genauso im Laden was zu bezahlen, wenn er kaufen will, wie jeder andere. Ich habe einen Vorschlag. Und der Vorschlag sieht so aus. Es gibt ohne weiteres die Möglichkeit, dass ich entsprechend Bautenstand Abschlagsrechnungen machen kann. Eindeutig. Ich mache einen Zahlungsplan. Wenn ich den Zahlungsplan habe, dann kann ich den auch kopflastig machen, im Interesse desjenigen, der die Leistung ausführt. Dass ich sage, ich habe einen Leistungsstand, den schätzt derjenige ein, ich komme innerhalb von 14 Tagen zur Auszahlung und bleibe am Ende nur mit der Schlussrechnung auf dem Schlussbetrag hängen. So, und damit habe ich vielleicht von einer Summe von 50.000 schon 40 im Sack und muss nur noch auf die Zähne dann die 8 Wochen warten. Da kann ich aber schon gewisse Dinge realisieren. Das wäre ein konkreter Vorschlag von mir. Ich möchte vielleicht nochmal zur Öffentlichen... Aber häufig gemacht wird, ne? Ist egal. Zur öffentlichen Hand noch sagen, wir haben ja im Prinzip auch bei jeder Sache Geschäftsprüfung, den Landesrechnungshof, den Bundesrechnungshof im Nacken. Wenn jeder meiner Mitarbeiter jetzt erst 3-mal prüfen würde, ob er was machen kann oder nicht und was der Rechnungshof dazu sagt, dann muss ich auch einfach dafür gerade stehen. Und gerade mit Auszahlung Investitionszulage versuchen wir ja auch, dass wir so schnell wie möglich erstmal prüfen und das, was wir da haben, bevor wir die restlichen Unterlagen einholen, dann auch Abschlag zahlen. Und sagen, gut, wenn es dann Unstimmigkeiten gibt, kann man immer noch über den restlichen Betrag reden. Hier müssen wir gerade stehen, Rechnungshof gegenüber, aber ich kann da nicht auch jetzt beim Steuerpflichtigen sagen, also es könnte noch eine Prüfung kommen, ich kann noch nicht auszahlen. Ich denke, das ist also ein gegenseitiges Geben und Nehmen und auch hier finde ich es gerade wieder wichtig, wenn einheimische Wirtschaft da ist. Wir kennen auch unsere guten Kunden, wo ich sage, also erstmal noch nicht so schnell auszahlen, erst noch mal prüfen. Aber wenn man einheimische Handwerker hat, die kennt man, dann weiß ich, wenn der sagt, ich bringe Ihnen die Unterlagen morgen, dann kann ich die Akte weglegen, dann weiß ich, nächsten Tag sind die Unterlagen da. Und ich glaube, deswegen ist auch wichtig, dass man einheimische Wirtschaft immer wieder beschäftigt, um auch dieses Vertrauen zu haben. Ja, danke. Die wird... Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich vielschichtig verändert. Gera hat bereits viele Gewerbebetriebe verloren. Förderungen sind meist nur für Neuansiedlungen, kaum für Betriebserweiterungen am Standort vorgesehen. Meine Frage zuerst an Herr Dr. Porst. Welche Anreize können Sie sich als Stadt Gera, nicht als Land oder Bund, vorstellen, Handwerksbetriebe, Einzelhändler oder mittelständige Unternehmen in Gera zu halten und hierher zu holen? Welche Argumente sprechen Ihrer Meinung nach für die Stadt Gera? Tja, da sind wir wieder bei Wirtschaft. Und ich hatte heute schon mal gesagt, das produzierende Gewerbe ist für die Stadt das Entscheidende. Danach richtet sich alles andere aus. Und hier muss man natürlich unterscheiden, und das glieder ich auch in 2 Gruppen. Ich habe einmal die Gruppe derer, die schon da ist. Die muss ich natürlich so betreuen, dass es ihnen hier vor Ort gefällt. Und wenn sie ein Anliegen haben, dann sollte das so sein, dass sie das Anliegen schnell erfüllt kriegen. Denn diejenigen könnten sich ja eventuell erweitern, könnten mehr Arbeitskräfte einstellen, und können demzufolge für mehr Gewerbesteuer sorgen. Das ist der eine Teil. Also das heißt Pflege der Betriebe, die da sind. Und da rede ich nicht von den 8.000, die wir hier in Gera haben. Das kriegt eine Stadt nicht geregelt. Aber die 1.000, die größer sind wie 1 Beschäftigter oder 2 Beschäftigten, um die muss ich mich natürlich kümmern. Mit dem Personal, was ich habe. Also das muss man auch einschätzen, wo kann ich und wo kann ich nicht. Der zweite Teil, was Ansiedlung von produzierenden Gewerben, ich rede nur von produzierenden Gewerbe, ist der, also wir haben ja jetzt seit 1990 erlebt, wie man es nicht machen soll. Wir haben jetzt das weiter verschärft, indem wir eine Kopplung der Geschäftsführerin vom DGZ mit der Wirtschaftsförderung Gera gemacht haben. Also wir haben ihr 2 Aufgaben übertragen, wo vorneweg mal 2 Mann da waren. Also wo man sich
hätte vielleicht noch vorstellen können, das ist wichtig. Wenn ich das jetzt aufteile auf eine Person, scheint mir, ich sage das ein bisschen mit Anführungsstrichen, scheint das nicht ganz so wichtig zu sein. Für mich ist das enorm wichtig. Und kriegen wir das in der Stadt nicht hin, dann muss man sich ernsthaft Gedanken machen, sowas auszulagern, zu privatisieren und denjenigen, der das macht, an den Erfolg der Ansiedlung zu messen. Das ganze Thema ist schon seit 1996, also es betrifft jetzt nicht die letzten sechs Jahre, aber das haben wir 1996 hier in Gera schon mehrfach angesprochen. Da war ich auch jemand, der gesagt hat, Moment mal, das muss man auch in der Verwaltung hinkriegen, das muss man organisieren. Mittlerweile bin ich der Auffassung, man muss fast mal drüber nachdenken, das tatsächlich der privaten Unternehmerschaft zu überlassen. Und zwar kann man das nicht so streuen, indem man sich einfach hinstellt und sagt, ich gucke mal nein oder vielleicht kommt mal jemand und dann führe ich den hier gut durch. Nee, das müssen Leute sein, die sich auskennen. Die müssen Branchen kennen. Das müssen auch Unternehmer sein, die sich in Branchen auskennen, die dann Informationen geben und sagen, ich nehme wieder ein simples Beispiel. Porsche hat eine Entwicklung gemacht, die ist phänomenal. Die haben im vergangenen Jahr 2,1 Milliarden Gewinn gemacht. Und wo haben sie ihr Werk? In Leipzig. Also könnte ich mir vorstellen, als so ein Betrieb zuzugehen und zu sagen, vielleicht können wir für euch in Gera eine kleine Schraube produzieren. Na? Und wenn die hier eine Schraube produzieren, vielleicht wird es sich noch weiter ausbauen und ich kriege nur noch kleine Brocken. Also wir brauchen uns nicht vorzustellen als Gera, dass wir nochmal einen Betrieb von 4.000, 5.000 Leuten kriegen, die wir früher ja gewöhnt waren. Das wird nicht mehr sein. Da haben wir Anfang der 90er Jahre eine ganze Menge, aus meiner Sicht zumindest, verschlafen. Und wenn das produzierende Gewerbe aber dann rankommt, dann sind die Leute, die jetzt hier sind und vom Handwerk sind, also vom Dienstleistungsgewerbe, dann sind die ausgelastet, die können sich ausbauen, die haben eine Möglichkeit der Entwicklung. Also ich sehe nicht ein, dass man jetzt schon an der Stelle drüber nachdenkt, vielleicht noch Handwerker von außerhalb hier anzusiedeln. Das wäre nicht mein Credo. Also meins wäre, eher die vorhandenen Betriebe auszubauen und mit dieser Struktur, die wir haben, hier zurechtzukommen. Herr Dr. Vornehm, für dieses Thema. Ja, Gott sei Dank ist es ja so, dass wir Schrauben für Porsche hier in Gera produzieren. Das wissen viele nicht und nicht nur Schrauben, sondern sogar die Innenausstattung bei der Lohgruppe an der Autobahn, Neff beispielsweise oder Dako, um nur zwei Beispiele zu sagen. Also völlig Übereinstimmung, Herr Dr. Porsch, genau so sehe ich es auch. Wir müssen auf die Unternehmen setzen, zunächst und zuallererst, die wir hier haben, die arbeiten erfolgreich. Das zeigt gerade, Gott sei Dank, das vergangene Jahr. Und zweitens müssen wir dennoch dafür sorgen, und da würde ich jetzt aber bei niemand irgendwie ein Halteschild oder ein Stoppschild aufbauen wollen, sondern wir sind alle willkommen, die hier zusätzlich neue Arbeitsplätze schaffen, ganz egal aus welcher Branche die kommen und auch ohne Rücksicht darauf, dass da auch natürlich Unternehmen dabei sein dürfen, sind genauso willkommen, die eben nicht zum produzierenden Gewerbe gehören. Ich sage Ihnen das beredetste Beispiel, wie erfolgreich solche Unternehmen auch für die Stadt sein können, das ist DMS. Das Unternehmen gab es im Januar 2009 noch überhaupt gar nicht, die haben sich im Februar 2009 gegründet. Die haben inzwischen, das ist jetzt genau 3 Jahre, wie wir wissen, 700 Mitarbeiter, haben 3 Außenstellen in Berlin, in München und in Bochum. Das ist nun ein Dienstleistungsunternehmen, das ist in der Energiebranche tätig, Datenmanagement Services. Also insofern völlig richtig, wir müssen auf das produzierende Gewerbe setzen, aber es gibt kein Stoppschild für irgendjemand anders. Uns sind alle willkommen, aber ich bleibe dabei, zunächst und zuallererst geht es darum, auf die Unternehmen zu setzen, die wir hier haben und dass wir dieses erfolgreich in den letzten Jahren gemacht haben, beweisen die Zahlen, übrigens auch die Zahl, dass wir entgegen dem Trend nicht nur in Deutschland, sondern europaweit zu den wenigen Städten gehören, die im produzierenden Gewerbe zugelegt haben in den vergangenen 5 Jahren. Wir haben um 6,5% die Zahl der Arbeitsplätze erhöht, zugegebenermaßen von einem niederen Niveau auskommend. Insofern ist es natürlich viel leichter, als wenn ich irgendwo oben bin, Herr Dr. Post, völlig einig. Aber immerhin, ich denke, auch da, glaube ich, besteht Einigkeit. Es ist gut, dass wir gegen den Trend, dass diese Arbeitsplätze überall zurückgehen, es in bescheidenem Umfang geschafft haben, aufzubauen. Übrigens auch in Branchen erfolgreich sind, die bisher für Gera nun alles andere als typisch sind, um auch da nur ein Beispiel zu erwähnen, Geratec im Kunststoff
in der Kunststoffherstellung. Auch kein Riesenladen, haben gut 40 Mitarbeiter. Aber ich finde es bemerkenswert, dass es uns gelungen ist, ein Unternehmen, was in Hamburg angesiedelt ist, dazu zu bewegen, dass sie eine Tochter hier gegründet haben. Das ist eine GmbH, die in Gera eingetragen ist und jetzt erfolgreich in diesem Segment arbeiten. Also nochmal, ich teile die Auffassung ausdrücklich. Wir müssen im produzierenden Gewerbe stärker werden. Wir müssen dabei auf die Unternehmen in erster Linie setzen, die wir haben. Aber ich freue mich über jeden, den wir überzeugen können, hierher zu kommen, hier was auch immer zu machen, weil ich denke, die Stadt bietet viele Möglichkeiten. Auch dafür haben wir in den letzten Jahren eine Menge getan. Frau Dr. Hahn, sind das ebenfalls Ihre Argumente oder erweitern Sie das Spektrum? Ich möchte noch ergänzen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir die Jugend hier halten, dass das auch ein ganz großer Schwerpunkt ist, dass wir die Ausbildung hier gut machen. Ausbildung, Arbeit, Zukunft. Dass wir also von vornherein sagen, wir bieten gute Ausbildungsmöglichkeiten, auch gutes Ausbildungsgehalt. Dafür ist natürlich wichtig, dass die Firmen erstmal wirtschaftlich stark werden, dass sie es sich leisten können. Und dass wir die Jugend von klein an begeistern und davon überzeugen, dass es in Gera gut ist und dass sie die Chancen hier haben, hier zu bleiben, Familien zu gründen und auch die Einwohnerzahl wieder zu stärken. Auf dieser Basis dann ist es wichtig, kommunale Rahmenbedingungen zu schaffen, wie zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter sich als Wirtschaftsförderer fühlen muss. Das geht los beim Bauantrag, das dann zügig bearbeitet wird und sich jeder verpflichtet fühlt den Unternehmen gegenüber, bis hin zu solchen kommunalen Rahmenbedingungen, dass Gera nicht unbedingt die höchsten Hebesätze bei der Gewerbesteuer und bei der Grundsteuer haben muss, also fast höchsten. Jena hat nur 460, wir 450 Prozentpunkte. Ich glaube, das lockt weder einen Investor an, der herkommen will und sieht, was die Nachbarkreise haben, noch hilft es der einheimischen Wirtschaft, zumal wenn nicht ganz sicher ist, wo das Geld hingeht. Ich glaube, mancher könnte noch mit so einer Gewerbesteuererhebung leben, wenn er ganz genau weiß, was mit dem Geld geschieht. Aber es ist zumindest kein Aushängeschild für unsere Stadt, dass wir über den 400 Prozentpunkten, die Landesdurchschnitt sind, so gewaltig liegen. Damit können wir uns sicher nicht mit Jena vergleichen. Herr Dr. Hahn, wenn ich da mal nachfragen darf, wenn Sie erlauben, Herr Haase, das ist ja so lange wohlfeil, solange Sie nicht dazu sagen, wo denn das Geld herkommen soll. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwas verbackern, sondern wenn wir weniger Steuereinnahmen haben, dann müssen wir ja irgendwie das Loch irgendwo stopfen. Und was haben Sie denn da für Vorschläge mitgebracht? Ganz einfach, dass man das Geld effizienter einsetzt. Man kann bestimmte Prestigeprojekte weglassen. Welches setzen wir wo effizienter ein? Immer konkret. Das Geld, was da ist. Also das sind ja wohl aus Gewerbesteuererhöhungen, aus dem Erhöhungsbeitrag 3 Millionen nur. Der Rest kommt aus anderen Sachen, also Konjunkturentwicklung. Und da sind alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, dass sie einfach effektiver eingesetzt werden. Wo soll man welches Geld effizienter einsetzen? Ich hätte zum Beispiel fürs Kunsthaus nicht jedes Jahr 100.000 Euro welches ausgegeben. Geld haben wir fürs Kunsthaus eingesetzt? Na, jedes Jahr sind 100.000 Euro Betriebskosten schon fällig. Es muss ja irgendwie unterhalten werden. Von Personalkosten abgesehen. Also bloß, dass die technische Unterhaltung für die Technik ist, dass das Haus steht. Okay, ich mische mich jetzt hier wieder ein, weil wie gesagt, das reiße ich wieder an mich und möchte hier das, was aber gerade schon angesprochen wird, die demografische Entwicklung Geras ein wenig betrachten. Gera hat gerade diese Entwicklung schon in den 90er Jahren einmal prognostisch in Auftrag gegeben, zu prüfen, wie wird es denn aussehen in 2020. Wir haben den ungünstigeren, den zweiten Fall, der bereits 1995 aufgezeigt worden ist, heute erreicht. Die Einwohnerzahlentwicklung wurde auf einem absteigenden Ast prognostiziert. Wir haben Einwohner mit hoher Bildung, Kaufkraft und Wissen als Potenzial einer gelungenen Symbiose verloren. Die Gera-Schulabgänger der 90er Jahre leben heute überwiegend im Westen Deutschlands und verdienen dort ihr Geld. Die Betriebe bieten heute mehr Lehrstellen an, als Schulabgänger diese nachfragen. Herr Dr. Post, wie schätzen Sie die künftige Entwicklung der Lebensqualität einer Stadt ein, die immer weniger Handwerksbetriebe und Einzelhändler mit immer weniger qualifiziertem Personal hat? Welche Person der Stadtverwaltung würden Sie als Nummer eins sehen, um aufbauend auf ein gemeinsam getragenes Stadtmarketing bzw. Stadtentwicklungskonzept Gera zu beleben? Und wie wollen Sie ein investorenfreundliches Gera schaffen, um in Gera Geborene wieder zurückzuholen?
Also das war eine weite Palette, die Sie jetzt aufgezählt haben. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber Sie helfen mir dann bestimmt dabei, wenn ich eins vergesse. Also erstmal das Grundprinzip ist, wie Sie das schon erkannt haben, wir haben einen Einwohnerschwund von rund 40.000 seit 1990, wenn wir die Eingemeindungen zum 1.4.94 noch mit dazu nehmen. 40.000 sind weg. In der Regel sind das keine alten Leute, die weggegangen sind. Mich betrifft selbst, die Kinder sind weg und ich habe wenig Hoffnung, dass die wieder herkommen, denn ich will Ihnen da nicht Ihre Illusion nehmen. Wenn ein 25-Jähriger hier weggeht, weil er keinen Job gefunden hat und findet in München einen Job und verdient da unten, was weiß ich, 3.000 Euro, ist dort 4-5 Jahre, dann hat er sich ein Umfeld aufgebaut, da lernt er noch eine Freundin kennen oder einen Freund und das war's. Das ist einfach die Realität. Das ist anders, wenn jetzt ein Kind weggeht, studiert in einer größeren Stadt und von hier aus hat er die Möglichkeit oder hat hier die Möglichkeit, dann in den Betrieb einzusteigen und zu sagen, hier kann ich mein Geld verdienen. Also das muss man erstmal so feststellen. Dass Thüringen, was Löhne betrifft, nur nicht gerade groß gesegnet ist, das ist auch bekannt. Also wir sind da relativ weit hinten dran. Und wenn ich dann mir noch vorstelle, dass ich Familienverbünde hier habe, die funktionieren könnten, wenn ich eben hier Arbeit hätte, dann wäre das was ganz anderes. Aber gucken Sie sich doch mal mittlerweile die Familien an. Gucken Sie sich sie an. Da sind die zwei Alten sind noch da, Durchschnittsalter von Gera sind knapp 50 Jahre. Und wenn Sie das mal runterrechnen würden auf 35 Jahre, wissen Sie, was wir hier von Arbeitslosigkeit hätten? Bei dem Durchschnittsalter von fast 50 Jahren ist ja 30 oder wie viel Prozent sind Rentner. Also das, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, das ist unvorstellbar. Und wenn Sie die noch mitrechnen, die jeden Montag früh oder Sonntagabend auf der Autobahn gehen und irgendwo im Westen arbeiten, meistens ist es ja Westen, und am Freitag oder am Sonntag wiederkommen, dann wissen Sie, wie unsere Arbeitslosenzahl tatsächlich ist, also Arbeitslosenquote. Und um das zu verändern, jeder, der Ihnen das sagt, wenn ich das Amt übernehme, werde ich das drehen, der kann das gar nicht. Das kann weder der jetzige Amtsinhaber drehen, noch kann das einer von uns beiden. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Aber eins kann man machen. Man kann richtig an die Dinge rangehen und kann was machen, und zwar Schritt für Schritt. Also mir nützt ein integriertes Stadtentwicklungskonzept, was 3 Monate vor der Wahl bekannt gegeben wird, was bis 2030 gehen soll, überhaupt nichts. Ich habe früher über einen 5-Jahres-Plan gelacht, weil keiner wusste, was in 5 Jahren ist. Ich kann nur eins empfehlen, man sollte Schritt für Schritt gehen. Das heißt, ich mache meinen Jahresplan, das kann ich in etwa überblicken, was da kommt, darf das Ziel 2030 logischerweise nicht aus den Augen verlieren. Aber ich muss die Dippel-Dabbel-Dur gehen, weil ich auch nicht weiß, wie sich was entwickelt. Es kann ja sein, dass wir doch es schaffen, mehr Industrie hierher zu kriegen. Die Konsequenz daraus ist, es wird wieder den Handwerk besser gehen. Es werden dort mehr Beschäftigte sein. Und um das nochmal aufzugreifen, bei Dienstleister habe ich jetzt nur das Handwerk gemeint, also nicht einer, der jetzt überregional tätig ist. Und um das auch nochmal aufzugreifen, wenn ich China nehme, dass die zweistellige Wachstumsraten haben, wo sie noch mit ihren Korn rumgefahren sind, wo vorne eine Kuh oder irgend sowas dran hing, das ist doch normal. Also wenn Gera ein Wachstum hat, dann ist man auf einem ganz niedrigen Niveau, es wurde ja auch dann so eingegrenzt, und da ist es natürlich leichter hochzukommen. Wenn Sie oben schon sind, das kleine Zünglein noch zu machen, das ist schon schwieriger. Und meines Erachtens nach ist es ganz wichtig, und darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, und das weiß jeder Unternehmensleiter, jeder Handwerker weiß das, wir seine Mannschaft motiviert, so arbeiten die und so hat er auch Erfolg. Und genauso muss es auch in der Stadtverwaltung sein. Die Leute müssen motiviert sein. Die müssen die Dinge erkennen, die müssen versuchen, dem Gewerbetreibenden entgegenzugehen oder dem Bürger entgegenzugehen, wenn es darum geht, irgendwas in der Stadt zu verändern. Denn wir sind, und so sehe ich mich auch, ich war ja noch mal lange Zeit in der Stadtwirtschaft, nur als Dienstleister für die Bürger und die Gewerbetreibenden, die hier vor Ort sind. Und so würde ich es dann auch sehen wollen. Danke. Die Frage möchte ich gern weitergeben an Frau Dr. Hahn. Ja, das wichtigste Credo ist, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut. Deswegen ist dem nichts hinzuzufügen, was das betrifft, dass man hier Wirtschaft, vor allem produzierendes Gewerbe, ansiedeln muss und auch das Schulbauprogramm fortsetzt. Auch das bringt Arbeit, wenn regionale Betriebe auch gezielt eingesetzt werden. Wichtig halte ich aber auch das Image der Stadt, dass sich junge Leute stolz sind, wenn sie nach außen gehen und wieder auch gerne nach Gera zurückkommen.
Wichtig sind natürlich die Familien. Eine gut gehende Oma weiß jeder, wie wichtig das ist, wenn für junge Familien, dass sie was machen können. Und ich finde es auch vor allen Dingen wichtig, wenn die jungen Leute in die Ausbildung gehen, dass sie auch eine Bindung an die Stadt haben. Zum einen, wenn sie die Ausbildung hier machen können, wenn ich AKA angucke, bessere Bedingungen gibt es vielleicht für die Jugendlichen gar nicht. Warum sollen sie es dann nicht in Gera die Ausbildung machen, sondern überlegen, wo sie irgendwo hingehen können? Deswegen finde ich es wichtig, dass die Ausbildung hier stattfinden kann und dass in den Köpfen der jungen Leute auch drin ist, wenn ich hier eine gute Ausbildung habe, habe ich hier auch eine gute Chance. Also wir brauchen wieder das produzierende Gewerbe. Und es ist auch eine Bindung da an der Freizeit. Also wenn ich dran denke, was die Freiwillige Feuerwehr, die Sportvereine für die Leistung bringen, ehrenamtlich, dann ist das für mich ganz wichtig, dass die jungen Leute auch mental an Gera gebunden werden. Und ich denke, in dieser Kombination starke Wirtschaft, gutes Image der Stadt und Stolz auf Gera, dann haben wir wieder Chancen, dass die jungen Leute gar nicht erst ausreisen, sondern dass sie hier bleiben und dass sich es auch herumspricht, dass der eine oder andere wiederkommt. Denn ich glaube, wenn die jungen Leute dann rechnen lernen, wenn sie in München sind, dann verdienen sie zwar wesentlich mehr, aber sie geben auch wesentlich mehr aus. Ich habe es bei meinem Sohn gesehen, der war in Ingolstadt, der hat ein Riesengehalt gehabt bei EADS, aber hat dann auch gerechnet, wenn er hier ist, dann sind die Mieten wesentlich niedriger, das Leben, der Lebensunterhalt ist niedriger, wenn das Kind mal untergebracht werden muss, ist die Oma doch greifbar. Und ich denke, das sind Faktoren, die jungen Leute lernen dann rechnen und dann kommen sie auch wieder in die Heimat zurück. Ich denke, dieses Gefühl der Heimatverbundenheit ist auch bei den jungen Leuten noch ganz stark ausgeprägt. Das hätte ich aber von unserer Seite aus eine Frage an alle drei Vorsitzenden. Darf ich auch noch anschließen an den Punkt? Ich wollte auch zu diesem Punkt okay. noch. Ich will Sie aber nicht unterbrechen. Nein, dürfen ja. Eine Diskussionsrunde mit dem Funkmikrofon hier. Meine Frage wäre ganz einfach diese. Wenn man jetzt mit einem Münchner Jungen, ja, Sohn, Tochter oder wie auch immer, nach Gera kommt und man läuft die Leipziger Straße entlang und schaut mal rechts und links. Ich hatte das Vergnügen zum Wochenende, war ja Tag der offenen Tür mit vielen Autos. Oder man schaut die Sorge, den oberen Teil an oder den Tschochern. Glauben Sie, dass man jemanden begeistern kann, nach Gera zu kommen? Und was würden Sie tun, dass dieses Bild aus Gera doch mal verschwindet? Ich habe gerade mal Sorge gesehen und gesagt, da gibt es also ein Geschäft, das ist vernagelt mit Spanplatten und Leipziger Straße gibt es ein Haus, das ist wenigstens schon 10 Jahre vernagelt mit Spanplatten. Danke. Aber ich glaube in der Tat, vielleicht unterscheiden wir uns da, dass es gar nicht schwierig ist, für Gera zu begeistern, weil Gera eine tolle Stadt ist, dass es auch in Gera Straßenzüge gibt, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen, dass die auch so aussehen, wie beispielsweise unterm Haus heute fast insgesamt aussieht und die Kirchstraße oder der Markt, der auch vor ein paar Jahren noch ganz anders ausgesehen hat, da besteht sicherlich wieder Konsens. Ich komme heute Nachmittag von einem Kreis, der EKD, also Evangelische Kirche, Beauftragten aus ganz Deutschland für das Thema Kultur. Die sind aus ganz Deutschland hierher gekommen, nach Gera. Alle, unisono, außer demjenigen, der eingeladen hat, die waren noch nie in Gera. Und die fanden Gera richtig toll. Die fanden das zukünftige Kunsthaus toll. Das habe ich Ihnen gezeigt. Die fanden überhaupt den Hofwiesenpark, das Theater. All dieses fanden die toll. Und deshalb bin ich nicht der Meinung, dass es uns hilft, wenn wir immer wieder die Ecken bejammern, die noch verbesserungswürdig sind, sondern ich glaube, wir haben alle eine gemeinsame Aufgabe und da haben wir in der Tat Nachholbedarf, mal ein bisschen auch zu sagen, dass diese Stadt toll ist. Wir geben jeden Euro für jedes Stadtmarketing umsonst aus als Stadt, wenn nicht die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt der Überzeugung sind, dass diese ihre Stadt eine tolle Stadt ist, dann ist alles, was wir an Stadtmarketingbemühungen unternehmen, schlicht für die Katz. Aber eins wollte ich noch nachtragen zum Thema Demografie. Ich sehe das natürlich, Hase, genau wie Sie. Es ist natürlich eines der ganz großen Handicaps für Gera gewesen, nicht nur für Gera, es ist ein Phänomen, was in Mitteldeutschland insgesamt was war, mit dem sich in den 90er Jahren weit ins letzte Jahrzehnt hinein die Städte, die ländlichen Regionen, unser Nachbarlandkreis ist im Moment in Deutschland das Ende der Fahnenstange, was Abwanderung angeht. Ne? Nirgendwo werden mehr Menschen verloren als im Landkreis Greiz, also das nur mal so am Rande. Wir in Gera haben es seit 2 Jahren geschafft, dass sich
diejenigen, die zuziehen nach Gera und diejenigen, die wegziehen, die Waage halten. Und im vergangenen Jahr hatten wir sogar zum ersten Mal ein ganz kleines Plus von rund 70 Menschen, die mehr nach Gera kamen, als die wegzogen. Das heißt also, wir haben es endlich geschafft, und ich glaube, das ist ein erster ganz wichtiger Erfolg, wir haben es endlich geschafft, dass wir keinen Wegzug mehr haben per Saldo, sondern dass bezogen auf die Abwanderung wir das Ganze zum Stillstand gebracht haben. Dass wir dennoch noch einige Jahre demografisch bedingt, genau aus dem Grund, den Sie gesagt haben, weil ja nicht die 50-Jährigen weggegangen sind in den 90er Jahren, sondern natürlich die 20-Jährigen und 30-Jährigen, die jetzt ihre Kinder woanders kriegen, sogar noch mehr als überall sonst in, übrigens nicht nur Deutschland, sondern in Mitteleuropa, wir demografisch bedingt zurückgehen werden, ist klar. Aber ich glaube, man sollte eben auch sagen, was wir geschafft haben, weil das auch zu dem Thema gehört, wie wir unsere Stadt sehen. Und wenn wir unsere Stadt immer nur bejammern und immer nur feststellen, was alles noch verbesserungswürdig ist und nicht auch sehen, was alles Tolles geschaffen worden ist in den letzten Jahren, dann kommen wir nicht voran. Dann kommen wir nicht voran. Wir kommen wohl recht gut voran. Es ist kein Gejammer, es ist kein Gemecker, Herr Dr. Vornehm, sonst wäre ich schon längst weggezogen. Es kotzt einen aber an, wenn man diese Innenstadt, das heißt dieses Zentrum sieht und weiß, dass es anders werden könnte und 20 Jahre ist es Brachonsfeld ein. Und ich glaube, dass das auch ein Bild ist für alle, die hier reinkommen. Ich kann dir natürlich den Bugapark zeigen, ich kann den Untermaus zeigen. Ich bin von Untermaus nicht weggezogen, da sollte Untermaus abgerissen werden. Da gab es doch noch Plumpsklos und sonst was und die Fassaden sind runtergefallen. Ich wohne immer noch dort und ich bin stolz auf dieses Gera, sonst würde ich heute hier nicht hier sitzen. Und deswegen, bitteschön, wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig den Ball zuschieben, in puncto dessen, wie wir es sehen sollen. Es ist einfach die Frage, wie kann ich diese Innenstadt so schnell wie möglich wieder beleben, dass sie die gute Stube bleibt und ist? Das war eigentlich die Frage. Und kein Gemecker und kein Gejammere. Okay, die Diskussionsrunde, die wir dann anschließen werden, werden wir dann noch beginnen. Ich hätte noch zwei Fragen, die ich gern an unsere OB-Kandidaten weitergeben möchte. Das Lotsensystem der Stadt Gera war ein Baustein zur dienstleistungsfreundlichsten Stadt. Die Wahrnehmung der Handwerker hingegen ist es dort oft ein Hütchenspiel der Entschuldigungen und weniger konstruktive Lösungen gefunden werden. Herr Dr. Vornehm, welche Maßnahmen sind für Sie wichtig, um ein funktionierendes System der Wirtschaftsförderung nach innen und nach außen zu etablieren? Also das Lotsensystem ist eins von 54 Maßnahmen, die wir jetzt wahrscheinlich nicht alle durchdeklinieren können, um tatsächlich in der Wirtschaftsförderung besser zu werden. Und wir sind besser geworden. Und wir haben nicht zuletzt dadurch, dass wir die Kräfte gebündelt haben, dass wir die Stadtentwicklung mit in die Wirtschaftsförderung gegeben haben, dass wir die Statistik damit reingegeben haben, eine größere Schlagkraft erreicht. Und wir haben erreicht, dass wir auch Kapazitäten jetzt haben, Akquisition vor Ort zu betreiben. Das heißt also nicht, wie es in der Vergangenheit üblich war, zu warten, bis jemand angeklopft hat oder auch wenigstens nur telefoniert hat, angerufen hat, sondern wir können jetzt nach außen gehen. Frau Dr. Hortig, nicht Frau Doktor, sondern Frau Hortig, promoviert ist sie noch nicht, aber unsere neue Chefin der Wirtschaftsförderung war erst vor kurzem wieder in Norddeutschland gewesen, bei Unternehmen, die potenziell Interesse haben könnten. Sie hat jetzt neue Projekte entwickelt, die absehbar vom Wirtschaftsministerium gefördert werden. Ich will nur zwei Beispiele nennen, wenn ich an das Thema Robotik denke, Institut für Robotik, worüber jetzt sehr ernsthaft nachgedacht wird, wo viele Gera-Unternehmen sich gerne beteiligen würden, gesagt haben, wir machen mit, dann könnte das ein Ansatz sein, hier nochmal ein völlig neues Feld gemeinsam zu schaffen. Und wenn wir es tatsächlich erreichen, dass es entsprechend gefördert wird, dann bin ich da sehr, sehr optimistisch. Oder ein zweites Beispiel, E-Mobilität, auch das ein Thema gerade jetzt unter der Überschrift Energiewende mit enormer Bedeutung. Wenn der gemeinsame Antrag vom Freistaat Thüringen, den sie gestellt hat, zusammen mit Sachsen-Anhalt,
in Berlin tatsächlich Zustimmung findet, dann ist Gera ganz vorne mit dabei. Dann machen wir ein ganz hervorragendes Projekt, um die E-Mobilität voranzubringen. Das ist ja gerade auch ein Projekt, was die Handwerksbetriebe, glaube ich, nicht nur interessiert, sondern wo die enorm profitieren könnten. Also das sind nur wenige Beispiele, die zeigen, was da in Bewegung gekommen ist. Aber Herr Dr. Post, wir diskutieren ja eine Arbeitsgruppe seit ein paar Monaten gemeinsam. Ich bin durchaus mit Ihnen der Meinung, dass wenn man feststellt, wenn man feststellen sollte und erst recht, wenn man feststellt, dass ein bestimmter Weg noch nicht den Erfolg gebracht hat, den wir uns alle gemeinsam erhoffen, dann muss man weiter nachdenken, dann muss man weiterentwickeln. Und selbstverständlich werden wir darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, dass wir zumindest Teile der Wirtschaftsförderung auch ausgliedern. Herr Dr. Bosch, da wissen wir, jetzt darf ich mal wir sagen, wie leicht wir es dann im Stadtrat haben. Die jubeln alle, wenn ich, vielleicht auch Sie, egal, oder wir weiter mit entsprechenden Vorschlägen kommen. Es ist meistens nicht einfach, das durchzusetzen. Viele wissen aber auch von Ihnen, dass Sie gerade in den vergangenen Jahren ja eine Menge Aufgaben ausgelagert haben, nicht immer mit begeisterten Beifallsstürmen seitens des Stadtrats oder der Öffentlichkeit, aber ich habe es gemacht. Und ich halte es auch durchaus weiter für überlegenswert, aber man kann nicht sagen, dass wir in der Wirtschaftsförderung nichts getan hätten oder nicht erfolgreich was getan hätten. Jedenfalls ist es klar, dass wir gerade in den letzten Jahren dort Schritt für Schritt vorangekommen sind. Frau Dr. Hahn, sehen Sie dasselbe? Ja, Wirtschaftsförderung sehe ich ein bisschen anders. Also ich stimme der Dr. Post zu, wenn er sagt, Frau Hortisch hat im Prinzip jetzt für Wirtschaftsförderung nur eine Halbtagsstelle mit Zusammenführung TGZ. Ich glaube, es sind bestimmte Projekte, die dadurch auch weggefallen sind, wie dieses Elevator, was Frau Dr. Fuchs eingeführt hatte, wo wir auch Firmen herbekommen haben, Neugründer, was wirklich auch wichtig ist, oder von hier Existenzgründer rangeführt haben. Also dass auch wirklich schon Projekte waren, die gut gelaufen sind und die auch weiter vorangetrieben werden müssen, als für, gerade für Existenzgründer. Und ja, das Lotsensystem, ja, fand ich am Anfang ganz lustig, dass das Finanzamt auch einen Lotse gekriegt hat für die Wirtschaft. Aber lustig fand ich es nicht mehr, wenn viele Unternehmer mich angesprochen haben, wenn ihr eigener Lotse schwanger war oder weg war und sie haben angerufen, gab es keinen neuen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Ansprechpartner für die branchenbezogen da sind, also dass es einen Ansprechpartner fürs Handwerk gibt. Und das muss nicht jede Firma einen eigenen haben, sondern wirklich für die Branche einen festen Ansprechpartner. Und der auch wirklich berät in allen Bereichen, der auch unabhängig ist, in vielen Dingen über die einzelnen Ressorts hinaus. Und natürlich die Akquise nach außen, aktive Akquise, finde ich ganz wichtig. Und dazu ist es zum Beispiel auch wichtig, wenn Sie nach außen gehen, dass Sie Material mitbekommen. Und es ist zurzeit in Gera schwer, wenn Sie auf eine Messe gehen und Gera präsentieren wollen, Material zu bekommen von der Stadtverwaltung. Ich glaube, auch das ist wichtig, hier eine Grundlage zu schaffen. Es ist, also es gibt keine Unternehmen, die abgespeist worden sind. Bunte Bildchen bringen nichts, wenn sie nach außen gehen. Aber irgendwas möchte ein Unternehmer mitnehmen, der rausgeht. Oder unsere Spitzensportler, die rausgehen. Das sind Botschafter von uns. Die brauchen auch irgendwas, was man einpacken kann. Herr Dr. Post, Wirtschaftsförderung unter Ihrer Federführung? Ja, ich sage einfach, ich muss das von früh bis Abend jetzt schon machen, Wirtschaftsförderung, sonst wird das nicht funktionieren. Ich habe das auch in meiner Tätigkeit als Stadtrat als eine ganz wichtige Aufgabe gesehen, seit 2009. Da habe ich am Anfang auch erstmal reingeguckt und habe gesagt, da musst du wissen, wie was funktioniert. Mittlerweile nach 3 Jahren weiß ich, wie es funktioniert, besser gesagt, wie es nicht funktioniert. Ich bin in dem Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschuss und gleichzeitig habe ich mich natürlich mit verpflichtet gefühlt, auch in der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung mitzuarbeiten. Und das sind eben gerade diese Themen, Lotsen, ein Thema, da gibt es noch eine ganze Menge, aber Ihre Frage hat sich ja konkret auf diese Lotsen bezogen. Und nach meinem Kenntnisstand sind 8 Personen in der Stadtverwaltung dafür vorgesehen. Ich hatte vorhin mal die Zahl 8000 ortsansässige Betriebe genannt. Davon sind in etwa 1100 und ein paar 50 größer wie 5 Beschäftigte. Und jetzt stellen Sie sich mal 8 Mann vor. Und die 8 Mann sollen dann auch noch von draußen jemanden reinholen. Da brauche ich Ihnen zum Lotsensystem eigentlich nicht mehr viel zu erklären. Wir waren uns in dieser Arbeitsgruppe, aber übergreifend von jeder Fraktion, einig. Hier müssen wir unbedingt was anderes machen.
Und es sind Vorschläge auf den Tisch gekommen, aber da die noch nicht in der Endphase sind, möchte ich natürlich jetzt, weil ich auch nur Mitglied in dieser Arbeitsgruppe bin, nicht irgendwas hier verkünden, was dann unter Umständen anders wird. Aber auf jeden Fall ist auf der Strecke enormer Handlungsbedarf da und die anderen Dinge, was DGZ betrifft, was Außenwerbung betrifft der Stadt Gera. Es war jetzt zum Beispiel in Berlin die große Reisemesse. Ich habe mir von jemandem sagen lassen, der gezielt dorthin gegangen ist, er hat von Gera nichts gefunden. Also Außendarstellung ist natürlich auch das. Und wenn wir von Touristen reden, die her zu uns kommen sollen, und es ist ja gestiegen, zumindest habe ich die Zahlen gehört, 136.000, glaube ich, war es so in etwa, die nach Gera gekommen sind, da müsste man ja auf der Strecke auch was tun. Also Marketing gehört auch sowas mit dazu, dass ich natürlich Messen besuche und dass ich dort aktiv bin. Das kann eine Ausnahme gewesen sein. Ich will das jetzt nicht irgendwie dramatisieren, aber es ist eben tatsächlich so, ich habe denjenigen losgeschickt, finde bitte den Stand von Gera und stell dich dort vor und rede mit denen. Er hat ihn eben nicht gefunden, obwohl er 5-mal dort durchgelaufen ist. Also ich will damit nur eins sagen, Werbung nach außen ist wichtig. Für die Stadt Partei ergreifen, dass sich hier was entwickelt hat seit 1990, ist auch wichtig. Also sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Aber man darf natürlich auch nicht die Augen zumachen vor den Ecken, wo noch was zu machen ist. Und Unternehmer müssen die Ecken sehen, wo noch was zu tun ist, was läuft. Da brauchen sie sich wenig drum kümmern. Aber da, wo es nicht läuft, da müssen sie rein. Und da müssen sie auch mit aller Kraft rein. Die Bäume werden von selber grün. Ja. Ja, ich denke, Gera kann wirklich auf viele Dinge stolz sein. Es wurde schon viel geschafft. Denken wir an die Buga 2007, die mit großen Anstrengungen in den Vorjahren erarbeitet wurde. Ein alter biblischer Spruch sagt, ein Volk ohne Visionen wird wüst und leer. Es gibt noch viel zu tun, um gemeinsam Gera zu gestalten. Und deswegen die letzte Frage, was sind Ihre drei wichtigsten Projekte nach der Wahl, an denen Sie sich nach den ersten 100 Tagen messen lassen wollen, Frau Dr. Hahn? Ja, als erstes natürlich eine Bestandsaufnahme. Das heißt, wir müssen wirklich erst mal sehen, was wir haben, Kassensturz, und auf dieser Basis einen Zukunftsvertrag auch mit dem Land schließen, um zu sehen, was sind dort für Unterstützung, Investitionen möglich, was haben wir selber für Kräfte. Das zweite große Projekt ist das Schulsanierungsprogramm. Wenn ich unsere Schulen sehe und ich glaube, da hat jeder irgendwelche Berührungspunkte, dann weiß er, dass wir dort Priorität haben, was natürlich auch automatisch für unser Handwerk nachzieht, wenn wir nach den Prinzipien gehen, wir fördern die einheimische Wirtschaft und geben hier die Aufträge raus. Ja, und das Dritte ist natürlich das Wichtigste, die Wirtschaft fördern. Credo, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut, also Schwerpunkt Wirtschaftsförderung. Ich glaube, die Einzelpunkte haben wir alle schon angesprochen. Und dann drauf aufs produzierende Gewerbe, zuerst aufs Einheimische und dann versuchen, von außen jemand zu bekommen. Herr Dr. Vornehm, Sie haben Erfahrung, aber wie soll es in den ersten 100 Tagen weitergehen? Nein, insofern kann ich den ersten Punkt natürlich streichen. Eine Bestandsaufnahme muss ich mit Sicherheit nicht machen. Ich würde aber ansonsten, Frau Hahn, durchaus zustimmen. Wir stehen mitten im Schulbauprogramm. Dieses müssen wir konsequent voranbringen. Wir haben allein in diesem Jahr 12 Millionen Euro dafür vorgesehen, da gehen wir einen großen Schritt voran und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in sehr absehbarer Zeit unsere Schulen in Ordnung bringen, also völliger Konsens. Ich kann nur sagen, nicht wieder diskutieren, sondern jetzt machen ist angesagt, es gibt Beschlüsse, es gibt Grundlagen und wir müssen die gemeinsam umsetzen. Wirtschaftsförderung ist völlig klar, ich habe das immer als Kernaufgabe bezeichnet, da haben wir mit am meisten investiert an Zeit, an Kreativität, an Überlegungen. Und ich kann nur noch mal sagen, ich glaube, auch da können sich die Ergebnisse sehen lassen, wiewohl ich mir gewünscht hätte, in den 6 Jahren noch mehr zu erreichen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wir wissen alle, woher wir kommen. Insofern glaube ich, ist es ein großer Erfolg, dass die Arbeitslosigkeit halbiert wurde. Ich will es noch mal sagen, dass wir die Abwanderung stoppen konnten, dass wir zum ersten Mal wirklich eine viel, viel bessere Einnahmesituation erreicht haben. Also insofern, glaube ich, ist das eine gute Grundlage, um auch in Zukunft vernünftig investieren zu können und auch die Wirtschaftsförderung vorantreiben zu können. Ich will als dritten Punkt nennen, da ich ja auch drei Punkte nennen darf, ich will als dritten Punkt nennen auch die
den Gedanken, die Stadtverwaltung als Dienstleister auszurichten, weiter voranzubringen. Viele Beispiele, wir haben über Lotsen, über Wirtschaftsförderung geredet, H35, Stadtservice, Bauservice, den ich eingeführt habe, glaube ich, sind wichtige Schritte, um diesem Gedanken gerecht zu werden. Es wird jetzt darum gehen, nachdem wir ein bisschen mehr Spielraum haben, auch wieder für Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie in die Lage zu versetzen, auch als Personen, die diesen Gedanken leben müssen, dem auch gerecht werden zu können. Da haben wir in den letzten Jahren viel zu wenig machen können, was Qualifizierungsmaßnahmen angeht. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass wir es jetzt schaffen, in naher Zukunft, wenn ich den letzten Satz noch ergänzen darf, dass wir es auch schaffen, die Möglichkeiten online die Stadtverwaltung zu erreichen, also nicht nur 70 Stunden am Tag, sondern online möglichst viel von zu Hause aus zu erledigen, unsere gesamte Datenverarbeitung darauf auszustellen, umzustellen auf elektronische Verarbeitung, weg vom Papier. Das werden die nächsten Schritte sein unter der Überschrift dienstleistungsfreundliche Verwaltung. Das würde ich sogar unterstreichen, weil das durchaus wieder Arbeitsplätze schafft in der Schulung der vielen älteren Menschen, die in Gera mit dem PC die Stadtverwaltung wahrscheinlich nie erreichen werden. Die sehen da noch ganz weit davon. Herr Dr. Post, Ihnen das Wort zu den drei Fakten. Tja, ich bin nur Unternehmer und ich muss mehr wie drei Sachen mit einmal machen. Aber lassen Sie mich mit dem Vergleich anfangen, weil wir heute Abend vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen Fußball guckt. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind Trainer einer Mannschaft. Was haben Sie für eine Aufgabe? Sie müssen die Mannschaft motivieren, denn Tore schießen die. Und genauso ist mein erster Schritt der, wenn ich in die Stadtverwaltung reingehe, die Mannschaft dort zu motivieren, dass sie Tore schießen können. Denn ich bin nur so stark wie diejenigen, die dort arbeiten. Das muss man einfach wissen. Und ich muss denen wieder die Angst nehmen, Entscheidungen treffen zu können. Das wäre der erste Schritt, den ich machen muss, aber das ist einer, da laufen 5, 6, 7 nebeneinander. Der wichtigste, der dann kommt, und das wird eine viele Anzahl, nicht ich alleine, das kriege ich nie geregelt, aber eine viele Anzahl von Mitarbeitern der Stadtverwaltung betreffen, wir müssen uns vorrangig um Wirtschaft kümmern. Und wenn die Wirtschaft funktioniert, dann wird auch automatisch Schulbauprogramm und alles andere, was hinten dran hängt, funktionieren. Dass man sich dabei auch um finanzielle Dinge kümmern muss. Ich sage einfach mal Fördermittel. Ob da schon alles ausgeschöpft ist, kann ich nicht einschätzen. Möglich, aber es gibt auch Dinge, die kann man unter Umständen noch besser machen, weil man sie besser kennt. Also ich habe da schon ein paar Möglichkeiten. Es gibt die zweite Strecke bei Finanzierung. Ich habe Private, die sich eventuell in Finanzierungen reinhängen. Jeder weiß eventuell, wie die Dix-Schule finanziert worden ist, wo sie gebaut worden ist. Und es gibt das Dritte, ich muss meinen Eigenanteil sichern in der Stadtverwaltung. Also das wären Aufgaben, die ich dann beim Schulbauprogramm, wie wir das jetzt hier bezeichnen, logischerweise umsetzen muss. Und für mich, weil ich aus diesem Bereich komme, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich die Leute, die hier vor Ort ihr eigenes Geld in der Hand nehmen und ein Unternehmen haben, vorrangig versuche zu bedienen mit Aufträgen von der Stadt. Und alles andere ist in meinem Programm drin, und zwar nicht von 100 Tagen, sondern vom ersten halben Jahr. Ja, ich bedanke mich für die drei Statements vorerst. Ich möchte nun überleiten in eine Diskussionsrunde. Wir haben dazu ein Handmikrofon und ich bitte um Meldung, Wortmeldung. Wenn gefragt wird, bitte in der Redezeit von 2 Minuten, dass das nicht übertrieben wird, dass vielleicht auch viele Fragen gestellt werden können. Frau Bauer würde das Mikrofon dann demjenigen reichen. Aber bitte melden Sie sich vorher, dass wir das tun können. Gibt es Fragen an unsere drei Kandidaten? Ja, ich hätte jetzt eine Frage mal an den Doktor vornehmen, der ja weiß, wie es ohne Kassensturz in seiner Geschichte aussieht. Bezüglich der Gewerbeflächen in Gera,
welche Gewerbeflächen oder welche, wie viele Gewerbeflächen, die frei stehen, die frei verfügbar sind, kann man eventuellen Investoren beispielsweise aus anderen Städten anbieten, dass sie sich hier ansiedeln. Das ist meine Frage, wo man sagt, das ist unser Kapital, das können wir anbieten, aber wie groß ist das und welche Möglichkeiten gibt es im Moment? Viel zu wenig. Wir haben größere Flächen überhaupt nicht mehr anzubieten, weil nachdem die Zoche, die wir entwickelt haben, jetzt praktisch komplett vergeben ist, verkauft ist, verplant ist und die Bauarbeiten ja dort auch laufen, gibt es nur noch Einzelflächen oder es gibt Flächen, wo zunächst Altlasten saniert werden müssen, was normalerweise kein Investor mit seinen Mitteln macht, sondern die öffentliche Hand, sprich der Steuerzahler, wird wieder herangezogen werden. Das ist der Grund, warum ich sehr froh bin, dass es gelungen ist, ein neues Gebiet zu entwickeln, Gretschwitz mit 40 Hektar, also ein vergleichsweise großes Gebiet in guter Lage, zur Autobahn gut angebunden. Und das Schönste daran ist, dass dieses massiv gefördert wird vom Land. Die Situation hatten wir ja auch nicht immer in der Vergangenheit. Wir sind in die höchste Priorität gekommen und dieses wird von der LEG im Moment entwickelt mit Unterstützung der Stadt, aber Gott sei Dank mit vergleichsweise wenig Mittel der Stadt. Insofern, wenn heute jemand kommen würde und würde sagen, Herr Vornehm, ich brauche irgendwie 5, 6, 7 Hektar, geschweige denn mehr, dann würde ich ihm im Moment, ne, sodass er morgen anfangen kann zu bauen, nichts anbieten können. Aber wenn ich durch Gera fahre, Richtung Greiz oder weiter zum Beispiel, dann sehe ich ja rechts und links trotzdem etliche Flächen, die noch bebaubar sind. Was ist mit denen? Ja, da müssen wir jetzt konkret über die Flächen reden, die Sie meinen. Es gibt, wie gesagt, einzelne kleinere Flächen, das ist d'accord. Und es gibt eben dann Flächen, die immer durchgängig, wir können sozusagen anfangen in der Reichsstraße, da gibt es eine relativ große Fläche, die gehört uns sogar als Stadt. Dort kann man nicht alles reinmachen, ist klar, aber einiges ginge dort. Auch erheblich Altlasten belastet. Und wenn wir weiter Richtung Süden gehen, also wir müssen jetzt über konkrete Flächen reden, dann könnte ich Ihnen gerne sagen, wo es da jeweils dran hängt. Meine Intention ist folgende. Da würde ich auch mit dem Dr. Poss übereinstimmen. Wir sind in Gera im Moment wir. Wir haben eine bestimmte Möglichkeit, wir haben eine bestimmte Bevölkerung. Wir kommen aber alleine, wenn wir nicht zusätzlich Gewerbe und wertschöpfendes Gewerbe hier fördern und denen die Möglichkeit geben, herzlich willkommen zu sein und ihn einzuladen, hier ihre Gewerbesteuer zu bezahlen, kommen wir auf lange Frist nicht davon weg, dass wir immer von Fördermitteln abhängig sind. Und das ist natürlich nicht, wenn man so weit denkt, bis 2030 der letzte Schluss. Ich bin der Meinung, das Allerwichtigste ist, hier in Gera Lust zu schaffen für Unternehmen, die beispielsweise auch aus Jena kommen könnten. Es ist rein geografisch und durch die Autobahn alles wunderbar. Vielleicht auch im Zusammenhang mit der Fachhochschule oder mit sich in Jena entwickelten Unternehmen hier etwas anzusiedeln, hier die Steuern zu bezahlen, hier teilzunehmen an Innovationen, an neuen Gewerken, die sich vielleicht entwickeln. Das sehe ich. Und da fehlt mir jetzt die Möglichkeit, wo sollen sie denn hin? Nach Gretschwitz. Also das würde ich sagen, ist ein bisschen weit weg. Das muss unter der Autobahn sein, beziehungsweise direkt in Auto in der Nähe oder in Stadtnähe. Der Flächennutzungsplan der Stadt ist ja verabschiedet und zeigt ja dazu einige Gebiete, die ausgewiesen sind. Einige Gebiete wurden auch zurückgenommen. Kleinfalka zum Beispiel hat ebenfalls dazu ein Gewerbegebiet, was im Moment nicht dazu mehr verwendet wird. Aber wie gesagt, es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man sich überlegt, wie lange schon über diesen Flächennutzungsplan diskutiert wurde, ehe der auch den Stadtrat passiert hat. Eine weitere Frage dazu. Ja, Herr Jukisch. Stadtrat war ein gutes Stichwort, und zwar, was viele ja immer verkennen, es geht ja vor allem für die Oberbürgermeisterkandidaten oder dann explizit auch für den Oberbürgermeister zukünftig darum, die ganzen Damen und Herren des Stadtrates mitzunehmen.
weil was mir immer ein bisschen kurz kommt, das ist, dass ja die Politik hier in der Stadt nicht gänzlich allein durch den Oberbürgermeister oder gegebenenfalls zukünftige Oberbürgermeisterin gemacht wird, sondern ja vielmehr eigentlich durch den Stadtrat. Das wäre eigentlich eine Frage an alle drei Kandidaten, wie sie denn zukünftig beabsichtigen oder wie sie sich das vorstellen, eigentlich die verschiedenen Fraktionen des Stadtrates, die ja in bestimmten Dingen höchst unterschiedliche Ansichten haben, ob das Kunsthaus ist, ob das das ganz neue Thema Radarena. Ich war sehr überrascht, Herr Dr. Vornehm, als ich das den Medien entnommen habe, welches Kind da fast ein bisschen aus dem Ärmel gezaubert wurde. Ob das Dinge, die wir in der Vergangenheit hatten, Railworld stand mal zur Debatte oder auch, Umbau, Radrennbahn und so weiter und so fort, wie das zukünftig vonstatten gehen soll, dann auch die Entscheidungen oder die Wünsche oder die Vorstellungen, die Sie selber haben, dann gebündelt letzten Endes auch durchgesetzt zu bekommen. Ja. Dann würde ich die Frage an Herrn Dr. Post vorerst geben. Ich sitze gleich neben Ihnen, ne? Deswegen. Ja. Also man muss sich das so in etwa vorstellen. Ich als ehemaliger Geschäftsführer der Stadtwirtschaft hat einen Aufsichtsrat, der hat aus Politikern bestanden und aus zwei Beschäftigten aus dem Unternehmen. Und als der Geschäftsführer musste ich einen Jahresplan aufstellen, musste den Jahresplan mir dort bestätigen lassen und den musste ich natürlich ziemlich glasklar bringen, sonst wäre ich mit dem Ding abgetreten, wie man so schön sagt. Und in der Stadt ist es im Endeffekt, wenn ich das machen will, nicht anders. Also ich habe Ideen, die muss ich entwickeln, dazu habe ich 1000 Mitarbeiter, die muss ich dann in einen Plan fassen, der muss übersichtlich sein. Wir haben seit diesem Jahr, seit 01.01.2012 die DOBIG, das heißt im Endeffekt ist jetzt das dort eingeführt, was wir in Unternehmen, schon doppelte Buchführung, schon wer weiß wie viele Jahre kennen, also was nicht außergewöhnlich ist, was man logischerweise weiß. So, und da muss es einfach in der Lage sein, oder ich muss in der Lage sein, wenn ich sowas mache, jeden Stadtrat, ob der Lehrer ist, Anwalt ist oder was auch immer, ein Blatt vorzulegen, wo er genau deutlich erkennt, das steckt dahinter und das ist es. Und interessiert sie ihn im Detail, muss ich in der Lage sein, demjenigen das auch im Detail erklären zu können. Und jetzt kommt noch die Besonderheit, wenn Sie einem Lager im Stadtrat angehören, das habe ich ja nur live erlebt, dann sagen die einen, wenn die Hü sagen, sagen die anderen Hüt. Und das ist dummerweise öfters so. Das hat nichts mit Sachverstand und Sachfragen beantworten zu tun. Und mir kommt es eigentlich darauf an. Und nur so kann das funktionieren in Gera. Wir müssen aufhören, wenn der eine Hü sagt, muss der andere Hüt sagen, sondern wir müssen einfach uns um die Sachfragen in Gera kümmern. Und ich denke da, zumindest aus meiner Sicht, kann ich aus allen politischen Lagern die Kräfte, die auch Sachfragen klären wollen, gewinnen. Und da gibt es eine ganze Menge, ob das bei der Linken ist, bei der SPD ist, bei der FDP, bei Arbeit für Gera oder bei der CDU oder bei den Grünen, ich möchte sie nicht vergessen. Da gibt es eine ganze Menge, die wollen Sachfragen klären, aber die ordnen sich auch einfach den Zwang unter, der ihnen sagt, wir müssen jetzt so alle gemeinsam abstimmen, weil wir eben den Stadthaushalt durchbringen wollen. Auch wenn sie teilweise wissen, es gibt Probleme. Wie schwierig das ist, solche Verabschiedungen von Beschlüssen herbeizuführen, ist bekannt. Frau Dr. Hahn, wer steht hinter Ihnen und hilft, diese Sache umzusetzen? Ich bin der gleichen Überzeugung, dass Kommunalpolitik keine Parteipolitik sein darf. Es geht um die Sache. Und ich glaube, es ist wichtig, hier eine neue Kultur in den Stadtrat reinzubekommen, dass es wirklich gemeinsam vorher überlegt wird, die Ideen gemeinsam kommen, beraten werden, dass Varianten ausgearbeitet werden und dass jeder dort mitmacht, wo er es am besten kann. Und da müssen einfach die Schranken wirklich raus, was Parteien sind. Kein Ideologiegehabe, sondern wirklich, es geht um die Sache. Es ist wichtig, dass bereits im Vorfeld alle mitgenommen werden, nicht, dass irgendeine Entscheidung kurzfristig vorgelegt wird, sondern dass auch hier schwierige Fragen beraten werden und auch Alternativen aufgezeigt werden. Und ich glaube, wenn jemand von Anfang an mitgenommen wird, dann werden die Stärken von jeder Partei und von jedem einzelnen Stadtrat auch ins Gewicht schlagen und man kriegt dann auch Mehrheiten. Herr Dr. Vornehm, also, Sie haben ja die letzten 6 Jahre schon den Stadtrat vor sich. Aber wie kommen Sie hier einen Schritt weiter? Also nächstes Mal denke ich, dass wir uns wirklich von dieser Mehr verabschieden müssen. Es ist gerade das Stichwort auch wieder gefallen.
als würden sich so zwei feindliche Lager gegenüberstehen. Dieses ist nicht so. Ich kann Ihnen aus 6 Jahren, die sind noch nicht ganz vorbei, aber aus annähernd 6 Jahren Stadtrat nun wirklich sagen, es gibt mit Sicherheit nicht mehr als 2 Hände voll, nicht mehr als 2 Hände voll Entscheidungen, wo jeweils sich sozusagen 3 Fraktionen gegenüber 3 Fraktionen geschlossen gegenübergestanden sind. Es stimmt einfach nicht. Wir sollten uns zunächst mal davon verabschieden. Und ich teile ausdrücklich die Einschätzung von Herrn Dr. Post, und ich verstehe ja, dass er es andererseits natürlich nicht einfach hat und als OB sicherlich am allerschwierigsten hätte, weil er ist jetzt aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen worden und die anderen mögen ihn auch nicht. Das ist natürlich schwierig, aus dieser Position raus den Stadtrat hinter sich zu bringen. Aber ich teile ausdrücklich seine Einschätzung, dass es in allen Fraktionen Stadträte gibt, die man bei jeder Frage mit ins Boot kriegen kann. Und ich sage Ihnen, es ist auch fast immer gelungen. Es ist fast immer gelungen. Es ist eine Mehr, so sehr es richtig ist, Herr Jogisch, und da haben wir ja auch oft drüber geredet, dass es eben nicht so ist wie in einem Unternehmen, dass es dann Unternehmensleitung und einen maximalen Aufsichtsrat gibt, die im Übrigen ja auch in einem Boot von vornherein sitzen. Sie sind beide verpflichtet auf die Ergebnisse des Unternehmens. Ist die Kommunalverfassung anders gestrickt? Die Kommunalverfassung besteht einmal aus einem demokratisch gewählten Oberbürgermeister, der per Definition Chef der Verwaltung ist. Und zweitens mal ist demokratisch gewählt ein Stadtrat die zweite Säule. Es gibt also 2, wenn Sie so wollen, unabhängigen Säulen, die aber insofern unmittelbar miteinander verbunden sind, als dass keine dieser beiden Säulen ohne die andere wirksam werden kann. Also insofern haben wir eine andere Situation als in einem Unternehmen. Das macht es tatsächlich nicht leicht. Und insofern kommt es in der Tat darauf an, dass Sie als Oberbürgermeister mit einer Menge Überzeugungskraft ausgestattet sind einerseits, aber andererseits Sie auch auf Stadträte und Stadträtinnen treffen, die bereit sind, über Sachfragen mit Ihnen gemeinsam nach besten Lösungen zu suchen. Und es ist fast immer gelungen. Das heißt ja nicht, dass jede demokratisch herbeigeführte Entscheidung allen in der Stadt gefallen oder auch nur allen Stadträten gefallen. Aber es gab, ich habe vorher gesagt, es gibt nicht 2 Hände voll, wo sozusagen die 2 vermeintlichen Lager sich abstimmungsmäßig gegenübergestanden sind. Es gibt aber noch weniger Entscheidungen, wo der Oberbürgermeister mit seinem Vorschlag sich hat nicht durchsetzen können. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen, dass im Grunde wir es immer geschafft haben, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, zu Mehrheitsentscheidungen zu kommen, die wir dann auch gemeinsam getragen haben, unabhängig davon, dass das nicht allen Stadträten immer gefallen hat, unabhängig davon, dass auch in der Bevölkerung es dazu durchaus kontroverse Meinungen gegeben haben mag. Danke für das Statement. Es gibt eine weitere Frage. An alle 3 OB-Kandidaten, und das ist eine ernsthafte Frage. Nee, entgegen zu meiner ersten, die ich gestellt habe. Also Frage dahingehend, könnten Sie sich vorstellen, in der nächsten Legislaturperiode, nicht nur zum Ende der Legislaturperiode, das heißt also mit bestehenden oder anstehenden Neuwahlen, das Volk, die Einwohner zu befragen, was sie in Gera wollen, dass die Einwohner sich vielleicht verbünden könnten mit den Gedanken, die im Stadtrat oder vom Oberbürgermeister gehegt werden und somit dieses verteidigen und sagen, ja, es ist mein Gera, ich freue mich, dass in Gera so entschieden wird und dass in Gera genau so gehandelt wird. Wir haben leider Gottes nicht nur in der Familie, sondern auch im Betrieb immer so das Gefühl, das hängt aber jetzt nicht mit Gera zusammen, das ist also die ganze Republik, dass vor den Wahlen immer ein bisschen was Günstiges kommt, um es dann hinterher ganz schnell wieder zu vergessen. An wen geht diese Frage zuerst? Frau Dr. Hahn, würde ich diese Vorlage an Sie zuerst geben? Tja, ich glaube, deswegen hatte ich auch gesagt, wir machen ein 100-Tage-Programm und eigentlich sagt man immer, neuer Politiker hat 100 Tage Ruhephase zum Eingewöhnen. Das geht einfach nicht in der Stadt. Es ist schon zu viel versprochen worden und deswegen muss vom ersten Tag an hart gearbeitet werden und natürlich ist eine Bürgerbefragung, die Einbeziehung der Bürger das Wichtigste. Wir haben es jetzt gesehen, selbst die OTZ-Befragungen waren wichtig.
Zum Beispiel zu dem Saturnmarkt haben sich die Bürger eindeutig positioniert. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn sie sich positionieren, dass man sowas auch ernst nimmt. Und das geht eben nicht erst irgendwann, sondern muss vom ersten Tag an sein, dass auch ein Stadtmarketingkonzept, ein Kuratorium gebildet wird, wo Bürger mit drin sind, die befragt werden und wie gesagt auch eine breite Masse befragt wird. Das ernst genommen wird vom ersten Tag an und umgesetzt wird. Ob das nur Bürgerhaushalt ist, in der richtigen Form oder eben solche Befragungen zu bestimmten Sachen, die Stadtentwicklung betreffen. Herr Dr. Vornehm, aber bitte. Und genau weil das so ist, genau weil es so ist, wie Frau Hahn gesagt haben, haben wir in den vergangenen 5 Jahren konsequent die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger erweitert. Das beginnt damit, dass auch wir, auch ich, mit beteiligt waren. Das haben wir dann wirklich hart gegen die damalige CDU-Landtagsfraktion durchsetzen müssen. Sie wissen, dass sie da eine völlig andere Position vertreten hat, dass es zusätzliche Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger gibt. Ich erinnere an den Einwohnerantrag, der neu in Kommunalverfassung aufgenommen worden ist. Ich erinnere daran, dass es jetzt Bürgerentscheide gibt, die den Namen auch verdienen. Das mussten wir hart gegen die Althausregierung und gegen die Mehrheitsfraktion durchsetzen. Da war ich immer mit dabei. Und deshalb habe ich unter anderem einen Bürgerhaushalt eingeführt, an dem alle Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen können. Deshalb haben alle wichtigen Entscheidungen immer als Vorschaltung gehabt, die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger sich da beteiligen konnten. Und das gilt beispielsweise auch jetzt für das Stadtentwicklungsprogramm, was ganz wesentlich darauf aufbauen wird, dass Sie alle, und ich bin sehr froh, dass ich auch die Handwerker dazu bekannt haben, mitzuwirken, mitzuarbeiten, das gilt aber für alle, dass sie alle mitwirken können. Also ich sage ganz deutlich, so viel Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeiten, wie wir in den letzten 5 Jahren geschaffen haben, gab es noch nie. Das halte ich für notwendig, das ist richtig und diesen Weg werde ich konsequent fortsetzen. Herr Dr. Forst. Ja, ich fange wieder mit dem Sprichwort an. Vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd werden die meisten wahren Dinge erzählt. Also eins kann ich Ihnen hundertprozentig versprechen. Ich verspreche vorher nichts, was ich danach nicht halten kann. Das konnte ich bis jetzt noch nie machen, da wo ich tätig war. Und das mache ich da auch nicht. Das vielleicht erstmal eingangs auf die Frage, die auch gestellt worden ist. Und was die Einbindung der Bürger angeht, so habe ich da auch eine differenzierte Meinung. Also wenn ein Stadthaushalt beschlossen werden soll, dann wird das ja im Stadtrat in der Regel gemacht, als letzte Instanz. Deswegen bin ich nach wie vor der Auffassung, der Stadtrat entscheidet wesentliche Dinge. Davor kann es nicht so sein, dass wir von der Verwaltung mit den 1000 Beschäftigten sagen, kommt mal her, ihr allen Bürger von Gera, wer Interesse hat, nun fangen wir mal an, ein bisschen zu reden über den Haushalt und dann werden wir uns schon irgendwann im Laufe eines Jahres mal einigen und dann lege ich mir den Stadtrat was vor. So funktioniert es nicht. Das heißt, wenn Bürger eingebunden werden müssen und sollen auch, dann muss es ganz konkret sein. Also ich sage das speziell, weil wir vorhin das Thema Radtrainingshalle hatten. Also bei mir wären Investitionen, die gewisse Größenordnungen haben, möchte ich gerne eine Bürgerbefragung gemacht haben, was wollen wir denn der Reihenfolge nach tun mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben. Also was jeder von uns nur zur Verfügung hat. Aber da möchte ich die Bürger dran beteiligen. Und da muss man natürlich trotzdem auf eins Obacht geben. Es gibt manche Bereiche, die haben eine größere Lobby. Und die setzen sich dann unter Umständen gegen wirklich breite Interessen auch durch. Weil viele dann gar nicht hingehen. Also man muss dann auch das Ganze ausgewogen sehen, aber da sage ich Bürgerbeteiligung ja. Und wenn es um den Stadthaushalt geht, wir reden ja immerhin hier für das Jahr 2012 von 226 Millionen, wenn ich die Zahl noch richtig weiß. Da war mal im Jahr 2000 156 Millionen, nur dass man es mal zur Kenntnis nimmt. Aber über so eine Summe reden wir. Und dann mal an einer bestimmten Stelle zu sagen, so, jetzt habe ich was erarbeitet, das lege ich hier auf den Tisch und erkläre das auch denjenigen, der Interesse hat und will es wissen. Ob das die Handwerker sind, ob das die Unternehmer sind oder ob das Bürger sind, interessierte Bürger. Da ja, Offenheit. Aber im Vorfeld und genauso wie das Herr Vornehm sagte, die Fraktionen des Stadtrates muss man in die Entscheidungen vorneweg einbinden
und nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Ist das so gewesen? Also ich kann Ihnen aus den 3 Jahren nicht nur 3 Beispiele sagen, wo das so war, wie ich es gerade geschildert habe. Also ich habe Vorlagen gekriegt, die waren 3 Tage vorher bei mir im Briefkasten und die waren so dick. Und ich habe mir da sagen lassen, na, du wohnst ja auch auf dem Dorf, da dauert alles ein bisschen länger, wörtlich. Also ich gehe hier nicht ins Detail, also ich kann eine ganze Menge erzählen, weil ich da auch Erfahrungen habe. Aber eins ist, der Umgang, der muss sich wirklich dort in dem Stadtrat verbessern und genauso gegenüber den Bürgern. Also das die nackte Bekenntnis, es können alle mitreden, die bringt uns nicht weiter. Sondern man muss es ganz gezielt machen und an bestimmten Stellen, die alle einbinden, die wollen. Aber ich muss ihnen erst was hinlegen, damit sie auch wissen, von was sie reden. In Ordnung. Ich denke, das sind Argumente. Jetzt möchte ich noch fragen, inwieweit weitere Fragen an unsere OB-Kandidaten gestellt werden wollen. Okay, der Abend ist fortgeschritten. Ich möchte einfach hierzu einen Schlusssatz formulieren. Das Handwerk Geras steht weiterhin für eine Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil für Stadt und deren Einwohner zur Verfügung. Wir Handwerker fordern, das politische und wirtschaftliche Ziel des Oberhauptes der nächsten Legislaturperiode unserer Stadtverwaltung muss es sein, sämtliche Rahmenbedingungen für eine industrielle, wirtschaftliche Eigendynamik zu erkennen und umzusetzen. Eine politische und wirtschaftliche Anknüpfung an die ehemalige Erfolgsgeschichte von Gera, welche ja einmal eine der reichsten Städte Deutschlands war, muss unbedingt angeknüpft werden. Rahmenbedingungen zur Entwicklung von mittelständischen Betrieben aus Handwerksunternehmen und aus den Einzelhändlern heraus müssen geschaffen werden. Raus aus dem Konzept des Schrumpfens, Verkreisens und Überalterns. Und das Geld, was man nicht hat, das wissen die Handwerker ganz besonders, das kann man nicht ausgeben. Zuerst muss ein wirtschaftlicher und demografischer Erfolg die Stadt in eine blühende Stadt transformieren. Erst dann können wir mit dem verdienten Geld Kunst und Kultur weiter bezahlen. Das wollen wir mit auf den Weg geben. Wir sind gespannt, wie sich die Gera am 22. April entscheiden und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit demjenigen oder derjenigen, die das Rennen macht. Wir bedanken uns für diese Podiumsdiskussion und wünschen weiterhin im Wahlkampf viel Erfolg. Dankeschön.